schon eine meiner absoluten Lieblingsstände auf der Gamescom. Ich habe jetzt 1,5 Stunden zusammen mit Budi und Valentina, die gleich noch da sind, um über die Indie Arena Booth zu laufen, so wie quasi bald jedes Jahr das schon eine Tradition ist. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Guckt euch diesen riesigen Stand an, schon mal auf der Karte, und freut euch auf 1,5 Stunden Indie, so viel wie wir schaffen, euch in der Zeit zu zeigen. Aber bevor es losgeht, möchte ich einmal unserem Partner Samsung danken, denn diese Sendung wird euch präsentiert von Samsung und dem Galaxy Fold Z Fold 6. Dank Galaxy AI ist das nämlich so leistungsstark wie ein PC, und das ist auch Gaming in Taschengröße. Außerdem gibt es bis zum 2. September mit dem Code GAMESCOM24, alles groß geschrieben, 10% Rabatt auf ausgewählte Aktionsgeräte, und ihr solltet den Link dazu eigentlich jetzt gerade in der Bauchbinde sehen. Hier ist es ganz schön voll, hier ist es ganz schön laut, und ich freue mich, jetzt einmal mit Valentina hier drüber zu gehen, die mir das Ganze zeigt, denn Valentina ist da, so wie letztes Jahr. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder da seid. Ja. Ich verlasse diesen Stand ja nicht. Du bist die Direktorin der Indie Arena Booth. Das stimmt. Und du bist hier schon wie viele Jahre? Ich mache das jetzt seit insgesamt 5 Jahren. Okay, krass. Und du bist gefühlt die Person, die als erstes auf der Gamescom ist und als allerletztes von der Gamescom geht. So kriege ich das immer mit. Seit wann bist du hier? Ich bin seit Donnerstag letzte Woche da. Und bleibe auch bis Montag. Das heißt, so schön 10 Tage Gamescom. Ist aber auch wirklich nett. Also ich liebe den Aufbau einfach sehr, weil es ist so eine magische Zauberwelt. Noch keiner ist da. Ja. Und man sieht so, wie alles entsteht. Und die MitarbeiterInnen der Köln Messe sind auch einfach so nett. Ja, absolut. Der Stand, von dem du gerade gesprochen hast, den ihr aufbaut, das ist, ich habe das Gefühl, der wird jedes Jahr größer. Ist das so? Nee, aber alle denken das. Ja. Wir können an dieser Stelle, wo wir sind, nicht mehr wachsen. Wir würden gerne, wir sind schon in Gesprächen mit Köln Messe für das nächste Jahr. Genau, aber wir haben den Platz einfach ein bisschen effizienter genutzt, ja, auch schon seit letztem Jahr. Und außerdem habe ich dieses Jahr eine Booth zu viel verkauft, deswegen haben wir ein Spiel mehr. Ist richtig blöd, wenn einem das so auffällt, so später, ja, weißt du? Und so, dann, wenn man schon hier ist quasi. Haben wir noch irgendwo eine Wand rangezimmert. Das muss dann halt sein. Ja, ihr habt nämlich über 1500 Quadratmeter, richtig? Und ja, 170 Spiele aus 37 Ländern. Ich hab aufgepasst. Wow, dieses Jahr habe ich meine Zahlen parat. Ja. Gut. Und ich bin jedes Jahr hier und versuche mir alles anzugucken. Es ist natürlich in der Zeit, die wir haben, einfach quasi unmöglich. Wir versuchen aber gleich, wenn Budi hier rübergekommen ist, mit Budi gemeinsam hier drüber zu laufen und alles zu zeigen, was wir schaffen in der Zeit. Ihr könnt euch aber schon mal ganz kurz die Map angucken, die auch Valentina gemacht hat, hat sie mir gerade schon verraten. Wo sind wir gerade? Wir sind... Da, wo steht Jürgen. Ah ja, stark. Hier, genau. Genau, hier geht's los. Hier ist Info und hier ist auch der Merch-Stand. Und da sind ganz viele Menschen, die einem helfen, die Fragen beantworten, die einem bei der Orientierung auch helfen. Genauso wie die Karte und auch die App, die ihr dieses Jahr habt. Die habe ich mir auch schon runtergeladen, weil es einfach total cool ist, darüber nochmal genau das zu finden, worauf man Bock hat. Weil man kann hier rumstreifen und findet immer irgendwelche Überraschungssachen, aber manchmal hat man auch den einen Titel, den man spielen will, und dann kommt man darüber ganz gut hin. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach schon mal los und Budi soll uns einfach finden, wenn er es schafft. Ja, das schafft er schon, oder? Das schafft er schon, ich glaube auch. Dann gehen wir mal da lang. Genau. Genau, ich weiß gar nicht, ich erzähle euch das ja eigentlich immer jedes Jahr, wir haben ja hier alles selber gebaut auch, ne? Ja. Also alle diese Wände, die ihr seht, und diese Arcades, krass, die wir gleich sehen werden, das ist alles selber gebaut, wow, also nicht von mir, aber von meinem von Team. Von dem Team. Wie groß ist dieses Team? Also wir sind so fest, eigentlich immer so 5 bis 10 Leute, und dann ist es halt immer noch, so während der Gamescom sind wir 50 ungefähr, plus 200 Volunteers. Ja. Plus dann 100.000 Developer, gefühlt. Ja, ja. Ne, wir haben 178 Games, und die kommen ja nicht alleine alle. Die bringen dann alle noch, keine Ahnung, 5 andere Leute mit oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann viel, wer wir hier alles sind. Ja. Ja, absolut. Und die erkennt man auch ganz gut an diesen super coolen rosa Shirts, die ich schon gesehen habe. Ich bin einigermaßen neidisch, die zu haben. Da keins zu haben. Aber genau, wir sind einmal quasi so über den Boulevard gelaufen. Ihr seht auch schon, wie voll es hier ist. Es war auch gestern schon so voll und es war auch am Pressetag fast schon. Da ging es noch, da habe ich es noch ein bisschen mehr ausnutzen können. Aber
Ich habe das Gefühl, man spricht ja immer davon, dass die Gamescom Tag für Tag voller wird, weil es natürlich auch aufs Wochenende hinzugeht. Aber bei euch ist es wirklich zu jeder Tageszeit, wenn ich hier ankomme, crowded. Das stimmt. Und ich kann es nachvollziehen. Ich auch. Aber das Tolle ist ja, ich glaube, das, warum die Leute auch so gerne kommen, ist halt, dass die EntwicklerInnen direkt neben dem Spiel stehen und man kann denen dann so Fragen stellen und hey, wie hast du das gemacht, wie hast du dir das gedacht oder so. Und man kann hier halt auch immer was anspielen. Bei 178 Spielstationen ist das natürlich so Massen-Indie-Haltung mäßig, dass du halt auch immer was frei hast. Also wenn dann da nichts ist, dann gehst du halt einen weiter und dann geht es wieder. Ja, absolut. Und ihr habt noch was, was ich dieses Jahr selber entdeckt habe und ziemlich cool finde, weil ihr habt so ein Spiel, das ihr über eine App veranstaltet, wo es darum geht, hier auf der ganzen Messe QR-Codes abzuscannen und die zu finden. Und das ist für mich, ich gestern schon in der Recap-Show, glaube ich, gesagt, einfach super gut integriert, weil es dazu führt, dass die Leute noch mal mehr sich trauen, an die Stände auch wirklich ranzutreten und mit den Devs in Verbindung zu kommen. Und da wollte ich einfach auch noch mal von mir persönlich sagen, dass ich das super, super gut finde. Das ist schön, das ist schön. Man kann auch was gewinnen. Wir haben ja eine Vinyl in diesem Jahr mit so Game-Soundtracks. Das ist eine wunderschöne pinke Vinyl-Platte. Ja, die hab ich mir gestern die haben wir mit Black Screen Records gemacht. Ja. Und das ist richtig cool. Und man gewinnt, ich glaube, wenn man Level 20 ist oder so in der App, man levelt so auf, indem man QR-Codes findet, Sticker sammelt, Freunde scannt und so weiter. Und dann kriegt man eine Platte. Ja. Und bei Level 40 ein altes T-Shirt, die wir noch loswerden wollen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich das diese Woche noch schaffe, aber es ist, wie gesagt, die sind überall versteckt, die sind teilweise recht offensichtlich, teilweise hinter den Ständen, teilweise geben die Devs die raus, wenn man das Spiel angespielt hat. Und die sind ja natürlich auch den ganzen Tag daran interessiert, Leuten ihr Spiel zu zeigen. Und es ist wirklich nicht einfach, auf so einer riesigen Messe, je nachdem, wie klein die Teams sind, Aufmerksamkeit auf diese Spiele zu bekommen. Und ich finde es einfach gut, dass denen da so ein bisschen mehr abgenommen wird, dass sie sich eben, dass sie immer auf die Leute zugehen müssen und das halt 8 bis 10 Stunden am Tag, jeden Tag und wahrscheinlich in Schichten, von denen ich nicht weiß, wie lang die sind. Lang, auf jeden Fall. Ne? Die Gamescom macht ja schon relativ früh auf und geht auch wirklich lange, lange, lange. Ja. Ich kann sagen, meine Knöchel sind schon ganz geschwollen. Ich glaube, es geht hier allen so. Ja. Genau, das ist halt auch schön, weil es immer Leute gibt, die irgendwie was spielen und das gut finden. Und was natürlich auch viel ist, das wären so der Business-Tage, das ist ja auch eigentlich so das Wichtigste, so ein bisschen, ne? So Publisher finden oder so. Und da ist hier halt auch viel los und da haben schon alle richtig viele Termine. Ah, da kommt jemand. Hallöchen. Ja, klar. Hallo. Hey, Valentina, ne? Hallo, was geht? Wer von euch möchte sich Hallo, Sarah. Das Mikro teilen? Ich geb's dir. Nö, wieso? Hallo, guten Tag. Na, was geht denn, ey? Du stehst noch. Ich stehe noch. Ja, ich auch. Du auch, ey. Wir stehen alle noch. Ja. Sehr gut. Ja, absolut. Wir sind gerade hier und haben erstmal erklärt, wie groß das Ganze ist, was wir überhaupt machen, was wir vorhaben. Und ich wollte eigentlich gerade Valentina fragen, du hast ja viele von den Spielen vorher schon angespielt und ihr seid ja auch in einem System, wo ihr erstmal auswählen müsst, was alles hier auf die Stände kommt. Hast du Highlights, hast du was, wo wir direkt hin... Ich frag dich so einfach mal. Darf man so ein Lieblingskind haben? Darf man. Darf man, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Hast du ein Lieblingskind? Ich hab tatsächlich diverse gesehen, die mich anlächeln. Ja. Also deutlich anlächeln, wo ich auch so ein bisschen sympathisiere mit. Als Spielidee fand ich das, aber ich mag Meta-Themen immer sehr, sehr gerne. How We Make Games fand ich sehr interessant. Das ich The Game is We Make. Dankeschön. Von Jumpy Bit. Dankeschön. Das deswegen ich gestern bist du auch Valentina. Sehr gut, ja, genau. Das habe ich gestern auch schon anspielen dürfen. Ja. Und die hatten so viel Andrang an ihrem Stand. Und ich habe Marcel irgendwie einen Abend vorher kennengelernt, der das mitentwickelt. Und bin hingegangen und habe gesagt, hey, ich würde voll gerne euer Spiel anspielen. Dann hat er so ein Schränkchen aufgemacht, hat ein Steam Deck rausgeholt und hat gesagt, hier, bitte. Nice. Dann konnte ich da drauf spielen. Sehr gut. Okay, ich sag's jetzt heimlich. Eins meiner Lieblingsspiele ist Wild Indigo Ranch. Okay. Das steht direkt hier. Mal so, das steht ja zufällig. Ja, geil. Steht das hier. Ne? Also wirklich. Genau, das ist dieses Spiel hier. Das ist ein, so ein, eigentlich... Es ist wie so ein Farming-Cozy-Game, aber im Wilden Westen. Und oh mein Gott, guck mal, wie niedlich diese Figuren laufen. Diese Animation ist das Lieblingsding an meinem Spiel. Also es ist wirklich richtig cool. Das ist so die erste eigene IP von Funday Games. Die haben vorher an so ganz vielen anderen Spielen gearbeitet. Mhm. Und ich habe das... Das ist so ein Titel, den habe ich bei der Jury, im Juryprozess 4 Stunden gespielt. Das darf man eigentlich nicht, weil man, ne, das ist ja viel zu lang. Du musst ja, wir hatten 420 Bewerbungen, du kannst die gar nicht alle spielen. Und da bin ich 4 Stunden drauf hängen geblieben.
Und ja, das finde ich einfach wirklich ein richtig gutes Spiel. Es macht halt Spaß, es ist so ein Open-World-Ding. Du hast halt, ne, du kannst überall was entdecken und das ist wirklich richtig kuschelig und gemütlich. Weißt du, wo die Devs herkommen? Dänemark. Du hast das alles parat. Ich finde das spannend. Voll gut. Total, ne? Also ihr habt ja schon über Zahlen wahrscheinlich gesprochen, ja. So Indie Arena Booth, jedes Aber Jahr aufs Neue. Aber die wusste sie auch. Alle Zahlen. Drei Zahlen, habe ich mir gemerkt. Ja, komm immer hin. Das war aber auch Zahl, das drei merken, das reicht schon. Ja, ist okay. Das ist okay. Drei Games. Ja, drei Games. Funday habe ich auch auf dem Schirm schon gehabt, ja. Weil die echt auch im Vorgänger wirklich tolle Spiele gemacht haben. Wild Indigo Ranch, auch gerade in diesem Survival-Exploration-Genre, da habe ich auf jeden Fall mehr gesehen dieses Jahr. Zumindest oberflächlich. Ja. So genremäßig gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, das ist Main. Also gerade im Indie-Bereich gibt es ja oft Plattformer, das muss man schon sagen, ne? Ja, na klar, viel. Metroidvania, Roguelike. Aber wir hatten auch viele so Detektiv-Investigativ-Games, aber auch wirklich noch viel Cozy-Games. Zum Beispiel hier um die Ecke, vielleicht gucken wir uns das auch mal an. Also das ist meine persönliche Aussteigerinnen-Fantasy. Du hast hier halt Campervan, Make It Home und das ist... Du kündigst so ein bisschen deinen Job, also es fängt so an, die Szene... Kündigst so ein bisschen deinen Job? Ja, so schön halt. Ne? Nice! Du sitzt so, du sitzt so am Strand und dann ist da so ein Lagerfeuer und dann wirfst du so langsam so deine Arbeitssachen in das Feuer und dann Cutscene und dann bist du in deinem Campervan, kannst dich ein bisschen einrichten, kriegst immer mehr Dinge und es ist wirklich einfach cozy und so vor sich hinspielen. Ist auch, glaube ich, billiger als selber auszusteigen. Möglich. Ja, möglich, ne? Genau. Das wäre vielleicht die Möglichkeit für mich. Ja, ey, so, warte, alles gut. Ja, so Wochenendkommunismus oder so. Ja, oder? Das. Also gerade so an Simulatoren, an neuen Editern, irgendwie, da gab es auf jeden Fall in den letzten Jahren auch viel. Da gab es auch ein paar sehr große Erfolge, muss man ja auch sagen, in den letzten Jahren. Klar. Also von Powerwash Simulator bis hin zu XYZ, so, ne? Ja. Doch, Campervan, Make It Home habe ich auch gesehen. Also ja. Das ist ein super, super cooles Spiel von einem Team, was auch super divers ist. Das sind, ich glaube, drei Frauen aus Spanien, die das machen. Und das ist einfach super cool. Also auch das Spiel ist super gut. Ach, schön einfach. Schön. Ich habe hier die ganze Zeit hier mein Smartphone in der Hand. Ihr könnt uns auf jeden Fall Fragen stellen. Das ist geil. Ja, das erste Foto, das ist mega geil. Ey. Wow. Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen an wirklich auf die Queen und King, so nenne ich dich immer, du bist einfach alles von Gaming Hub, Valentina, und an dich, Sarah, ey, und an mich gerne einfach stellen. Ich gucke ein bisschen drauf. Cool. Aber vielleicht ist ja noch ein bisschen was dir liegt. Sonst könnte ich auf jeden Fall einmal kurz, können wir rüber gucken. Denn Bipinbits hat hier ein neues Projekt ausgestellt. Und es hat diesen wunderbar leichtgängigen Namen Planetenverteidigungskanonenkommandant. Das ist so schön, ne? Oder in kurz PVKK. Und Bipinbits hat sich ausgezeichnet durch das wunderbare Spiel Domekeeper. Diverse Preisträger. Inzwischen ist das Team ein bisschen größer, aber Domekeeper selber wurde nur von zwei Personen gebaut. Und das ist jetzt sozusagen das zweite Spiel. Die haben vorhin nie ein Spiel gemacht. Und das ist exakt das, was der Name eigentlich ausspricht. Ja. Man ist der Planetenverteidigungs- Kanonenkommandant. Das ist ein schönes deutsches. Also man ist halt auch in so einer Kuppel irgendwie drin, ne? Und dann hast du so eine Auftraggeberin, die kommt immer, also und nachts wirst du so angegriffen von Aliens. Eigentlich wie bei Domekeeper. Ja. Ich glaube, das geben die nicht so gerne zu, aber es ist eigentlich wie bei Domekeeper, aber in 3D und cooler. Ja. Und dann, ne, dann hast du so eine sehr, sehr große Kanone, die sehr, sehr schwer zu bedienen ist. Und kriegst du von deiner Auftraggeberin halt immer so Anweisungen jeden Morgen und dann kannst du so ein bisschen gucken, ob du das machst oder ob du das nicht machst, so. Und genau, so ein bisschen schön. Ich habe es noch nicht gesehen selber, aber es wird von den Explosionen geschwärmt. Also wenn man als Planetenverteidigungskommandant loslegt, ich weiß nicht, ob wir es kriegen. Aber vielleicht Henry ist am Start. Timing, gutes Timing. Mal schauen. Die soll wunderschön sein, diese Explosion. Die sind alle schön. Und man sieht es links oben hoffentlich, vielleicht noch im Screen, wie das Projektil da sehr lange braucht, bis es ankommt. Das ist ja geil. Und parallel, Valentina, du kennst echt alle, logischerweise, ne? Also, und alle kennen dich auch, oder? Nee, manchmal ist ganz witzig, manchmal, ich habe jetzt auch immer mein Badge um oder so, weil manche Leute kennen mich dann nur aus dem Discord oder es ist dann ja auch so viel und dann ist so, ach, du bist Valentina und wir reden schon so ganz lange. Ja. Aber nö. Ja, klar. Manche kennen mich. Also ohne zu viel Nostalgie zu gehen, also ich kann mich aber noch erinnern, als Ilya Riederboot noch ein bisschen kleiner war, irgendwie, als wir uns kennengelernt haben. Alter, ey. Und zack, Wahnsinn. Ja, ey, nee, also es ist auch schon einfach so richtig schön, weil das sind dann die Leute, die man so eine Monate lang, wir wählen die im Mai oder so dann immer aus und dann
haben wir ja auch, wir gehen so zusammen durch den Schützengraben, habe ich so immer das Gefühl. Gamescom ist ja auch kompliziert und wir machen das immer so in mundgerechte Happen und alle fragen uns 1000 Milliarden Fragen und das ist einfach auch dann schön und dann kommen immer alle an und sagen, oh Gott, das ist so schön und ich bin so glücklich und bringen so Geschenke mit, das ist auch schön. Ich liebe Geschenke, zufällig. Super. Ja, ist schön. Ich liebe Geschenke, ja. Zufällig, her mit Geschenken. Ich weiß gar nicht, ob ihr da in dieser Ecke schon wart, Sarah. Nee, das sind die ersten Spiele, über die wir gerade gesprochen haben und ich glaube, wir sollten uns mal so ein bisschen umgucken, wenn ihr Bock habt. Hey, ich gucke gerade, ob Fragen reingekommen sind. Ansonsten weiß ich, dass in der Ecke ein Spiel ist, was sehr interessant sein könnte. In welcher Ecke? Ist das vielleicht ein Spiel, in dem du vielleicht dieses was da sprichst, lieber Buni? Dieses da, meinst du? Können wir uns später gerne angucken. Ja, dieses da, dieses da, dieses Henrik, guck mal. Moriton Manor. Was ist das denn? Manor. Lass uns gerne weitergehen, lass uns das gerne später nochmal besprechen. Es ist ein fantastisches Developing-Team. Ja. Lange Zeit schon daran arbeitet. Backwood Games, ganz, ganz toll. Backwoods Entertainment. Backwoods Entertainment, ich sage es immer falsch, fuck, ist mir egal. Tolle Leute und die arbeiten mit einem sehr begnadeten Mann zusammen namens Hauke. Und die haben jetzt dieses Spiel tatsächlich auch hier auch draußen, Moriton Manor Nordic Whispers. Lass uns später nochmal drauf eingehen. Auch so ein Detektivspiel, ne? Ja, genau. Ja. Das ist die Prämisse. Und, dahinter, so, genau. Guck mal, wir haben, da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Aber wir haben, also da in diesem Small Booth, wir haben auch ein Gameboy-Spiel da. Ja. Das gibt es nur auf dem Gameboy als Cartridge. Das ist, wie heißt das? Shantae. Das ist so ein Piratenspiel und du kannst es da auch wirklich auf so einem rosa Gameboy spielen. Nice. Ja, das finde ich auch mein sehr erster besonders. Gameboy war auch rosa. Ich werde da nachher sein. Ja, sehr gut. Also es ist wirklich schön. Und wir haben hier noch eins, das gefällt mir auch sehr gut. Das heißt Doronko Wanko. Und du bist so ein kleiner, dicker Hund. Und genau, musst halt alles dreckig machen. So, das ist so ein bisschen dein Ding. Erst ist alles sauber, dann kriegst du so Punkte, je nachdem, was du halt, wie viel du halt dreckig gemacht hast. Und das ist einfach super niedlich. Oh, ja. Ja. Ist das dein Spiel, Mann? Ja, es ist ein bisschen der Powerwash Simulator andersrum. Und ich find's gut. Ich mag solche Spiele ja tatsächlich. Also ich kann sowas sehr gut zum Abschalten spielen und sowas perfektionieren. Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, das wirklich alles so dreckig wie möglich zu machen oder nicht erwischt zu werden. Oder? Genau, du sollst nicht erwischt werden und du kriegst irgendwie Geld. Ja, guck mal, jetzt schüttelt er sich, kriegst du Geld. Boah, kannst du, glaube ich, dann stellst du was Neues frei und so. Da ist die Mona Lisa, aber als Doggo. Ja, Doggo Lisa. Fantastisch. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe da drüben gerade noch gesehen, da ist Koira. Koira habe ich letztes Jahr noch hinter verschlossenen Türen als erste Präsentation quasi sehen dürfen und war total gespannt. Habe es jetzt ein Jahr so ein bisschen nicht mehr gesehen und habe dann gestern festgestellt, dass ihr mit das Koira hier auch ausgestellt wird und schon anspielbar ist. Da will ich auf jeden Fall auch noch mal ran. Und fällt dir auf, dass Everdeep Aurora und Koira so nebeneinander sind, weil das so in dem gleichen Stil ist? Ich habe auch alle hier nach Farbe sortiert, möchte ich nochmal sagen. Natürlich habt ihr schon auch, ne, es gibt ja auch dann nochmal Gemeinschaftsstände, beziehungsweise aber das ist jetzt nach Style, nach Design im Prinzip angeordnet? Nee, nach Farbe wirklich. Das ist so die dunkle schwarze Ecke. Auf der anderen Seite ist die rote Ecke. Oh. Da vorne ist blau und dann ist da grün. Sehr. Weil ich weiß immer, ich sortiere auch meine Bücher so nach Farbe und ich weiß halt nicht, ich kann das Alphabet nicht so gut. Ich muss immer A, B, C, D, E, so. Und dann weiß ich aber, wie was aussieht. Und das ist hier auch so. Ja. Und dann kann ich einfach sagen, ja, ist in der grünen Ecke, ich zeig dir das. Das ist richtig gut, weil du bei der Masse an Games da, glaube ich, ein bisschen besser den Überblick hast. Genau. Ja. Es gibt auch, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt auch Stände, wo Spiele zusammengefasst werden, zum Beispiel von der Game City Hamburg oder von Hessen. Wen habt ihr noch alles da an Förderung? Wir haben Game City Hamburg, NRW, Bayern. Jetzt habe ich bestimmt ja vergessen, die Schweiz, dann haben wir Neuseeland und Rumänien so als Länderdelegation da und das ist natürlich auch immer total schön, irgendwie so viele Leute da zu haben aus unterschiedlichen Kontexten und so. Ja, das ist super. Cool, weil ich habe es vorhin in diesen drei Zahlen, die ich wusste, runtergerattert, aber es sind 37 Länder, die hier ausstellen, also es ist halt komplett international und ich glaube, das ist auch wieder was Schönes an der Gamescom, dass man sich hier treffen kann und dass Leute sich austauschen komplett von der ganzen Welt. Super. Interessant finde ich natürlich auch, also ihr habt sehr früh damit angefangen und echt aus meiner Sicht echt Meilensteine gelegt, was Indie-Gaming angeht, so. Auch nicht nur deutschlandweit, sondern halt auch global. Aber da hinten gerade, wir haben gerade Doronko Wanko gesehen, dann links daneben und darüber wird auch ein bisschen geredet, ist die Tokyo Indie Games Summit tatsächlich. Also erstmalig mit großem Indie-Schwerpunkt Tokyo lädt irgendwie ein.
Mal schauen, was das irgendwie wird. Willst du da vor Ort sein? Was denkst du? Nee, ich glaube, das ist relativ zeitnah an der Gamescom, oder? Ja, okay, ja, und dann, da bin ich im Urlaub. Nice! So, man muss ja auch mal Pause machen, oder? Absolut. Und wir haben hier haben wir auch so eine Nintendo Switch Area, das ist auch schön. Und besonders cool ist halt, dass, jetzt so ohne so Werbung zu machen, aber Nintendo Switch zahlt quasi die Miete für diese Leute. Und also die sind auch kuratiert und wir können sie dann aussuchen und haben halt so auch nochmal die Möglichkeit, alles so ein bisschen mehr accessible zu machen, weißt du? Das ist ja auch nicht nur die Standmiete, was halt teuer ist, sondern auch vieles anderes. Genau. Und ich glaube, wir gehen hier einfach mal so durch. Ja. Müsst uns jetzt leider von hinten sehen. Ja, das ist okay. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen Feedback aus dem Chat einholen. Ja. Beste Area of Gamescom, ja. In my humble opinion. Ich war letztes Jahr schon da, der Hammer. Also ne, es gibt viel Liebe von euch, die ihr zu Hause sitzt für diesen Indie... für die Indie Arena Booth, schreibt uns gerne weiter rein. Ich halte mein Auge weiter drauf. Aber ich überlasse euch die Expertin mal die Games, bitte. Ja, hier kommen wir, glaube ich, tatsächlich zu The Games You Make, wenn wir uns da durchdrücken wollen. Und da ist auch Ruffy daneben und Tavern Talk. Lass doch da das einmal so in den Stand reintauchen, um mal zu gucken, ob wir hier durchkommen. Ja, wir fragen einfach mal ganz nett. Ganz nett. Entschuldigung, dürfen wir kurz durch? Danke. Das funktioniert. Die Frage ist, ob Henry nachkommt mit der Kamera. Ja, doch, er schafft das schon, oder? Ja. Hallöchen. Hallo. Da drüben, das ist Marcel, der uns gerade schon entdeckt hat. Hallo Marcel. Hallo. Wie geht's dir heute? Perfekt. Dritter Tag. Wir sind komplett ausgelaugt, aber immer noch guter Dinge. Schön. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich gestern einmal hier war und euer Spiel anspielen durfte. Budi hat schon von eurem Spiel erzählt. Der ist nämlich auch gerade da. Der ist aber gerade abgelenkt. Und willst du einmal, du bist ja einer der Devs an diesem Game, zusammenfassen, was man hier erleben kann bei euch? Ja, wir machen ein Spiel über das Spieleerfinden selber. Das heißt, ich schlüpfe in die Rolle eines jungen, aufstrebenden Spieleentwicklers. Der zieht in eine neue Wohnung, macht Prototypen über ein ganzes Jahr hinweg, weil er bei den Indie Awards eben gewinnen will. Oder sie natürlich auch. Und da baust du wirklich so kleine Miniaturspiele, die du richtig spielen kannst, testen musst. Du kannst Bugs einbauen, es passieren die verrücktesten Dinge. Die Decke fängt an zu tropfen, du musst mit dem Hausmeister sprechen, währenddessen, obwohl du eigentlich dein Spiel bloß machen willst. Und der Vermieter will natürlich auch die Miete haben. Ja, sind halt Sachen, die dann trotzdem auch auf einen zukommen, ne? Ja, genau. Wir wollten ein bisschen die Ups und Downs des richtigen Spieleentwickelns auch einfach dadurch zeigen. Und da gehört einfach auch Family und Friends dazu. Und ist das autobiografisch? Ein bisschen autobiografisch ist natürlich. Aber das Schöne ist, der ganze Grind, den du so hast als Spieleentwickler, den lassen wir raus. Der Rest ist aber da, also man kann wirklich mitfühlen. Und du kannst es deinen Freunden am Ende schicken, die können dann auch spielen und ausprobieren. Voll cool. Gefördert irgendwie von Bayern, ne? Ja, genau. Bayerische Förderung haben wir gekriegt. Jetzt arbeiten wir schon seit einem Jahr dran und werden noch ein Jahr weiter dran arbeiten. Der Stil ist wirklich wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr, da mal wirklich konzentriert reinzuspielen. Wie würde denn der erste DLC heißen? Ist es dann wie The Grind als DLC als ersten? Ja, The Grind ist sehr gut oder The Game Breaking Bug oder ich bin aus der Wohnung geworfen worden und muss jetzt auf der Straße weiter programmieren. Ja. Ist ein bisschen lang vielleicht der Titel, aber... Ich weiß es nicht, aber es ist ja der Realität nachempfunden sozusagen. Ja, deswegen, ich finde das nur plausibel, ja. Ja, voll gut. Ich weiß nicht, ob Henry schon was zeigen konnte, sonst rutschen wir einmal hier drumherum. Dann können wir nämlich vielleicht ein bisschen Gameplay noch mit abfilmen bei euch. Wir haben hier, sehen hier, man kann jeden Tag Entscheidungen treffen. Ich habe so Karten, aus denen ich auswählen kann. Ich baue da Features ein, ich kann Grafik auswechseln. Ich kann mich für Musik entscheiden und da kann ich entweder sagen, okay, mach jetzt ein Horror-Game, mach richtig spannungsvolle Musik. Und dann kriege ich plötzlich von meiner Grafikerin eine Ziege angeboten und baue die ein und plötzlich habe ich irgendwie ein witziges Spiel. Ich kann meinen Charakter größer machen, dann läuft der wie Godzilla durch das ganze Level. Also die Sachen greifen alle super ineinander, die verschiedenen Mechaniken. Und wir versuchen auch immer da lustige und spannende Dinge hinzukriegen, dass man alles kombinieren kann. Ja, ich finde den Approach super frisch und super cool. Dazu sieht es, wie Budi gerade schon gesagt hat, einfach auch richtig, richtig gut aus. Für die sich jetzt gerade, das ist noch relativ am Anfang des Games, was ihr gerade gesehen habt an Gameplay. Man startet relativ oft, glaube ich, mit diesem Jump'n'Run-Game auf der rechten Seite. Und ich habe gestern so 20 Minuten gespielt und mein Spiel hat sich schon ordentlich verändert in der Zeit. Also bin sehr gespannt weiterhin drauf. Vielen Dank, lieber Marcel. Ja, ich glaube, wir ziehen weiter. Ja, bis dann.
Ciao. Und vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder. Ja, danke. Wunderschönes Spiel. Ich liebe Metagames. Also, genau, ich liebe wirklich Projekte, wo genau diese Ebene eigentlich dann auch mal dran ist. So, ne? Also wo man so ein bisschen tiefer reingeht. Ich glaube, ein Problem haben aber auch viele der Indie-Devs, also generell, ne, Aufmerksamkeit. So. Wir merken ja gerade, was super positiv ist. Alter, hier wollen viele Leute hin und hier sind viele Leute. Ne? Ja, ja, total. Ist es also so im Laufe der Jahre, würdest du auch sagen, so, ey, nächstes Jahr brauchen wir wirklich die ganze Halle, theoretisch? Ja, oder? Die ganze, ne? Also nee, ich finde, macht so auch diese, keinen Sinn dann, ne? Nein. Ja. Obwohl, ich meine, Museen können das ja auch so, die kuratieren ja auch und haben dann aber alles. Ja. Und wir suchen uns ja schon nur die Besten aus. Also ich würde schon gerne noch ein bisschen größer werden, weil wir einfach so einen krassen Demand hatten dieses Jahr. Also 420 Bewerbungen. Das war, sonst hatten wir immer so 300 oder so, ne? Und also war richtig herzzerreißend, dieser Juryprozess. Es ist halt so eine Triage, weißt du? Du guckst einfach nur, du wettest so ein gutes Spiel gegen ein anderes gutes Spiel auf. Ja. Und ich habe eigentlich nur gehofft, dass jemand absagt, damit ich jemandem Neuen zusagen kann. Und dass es nicht so dann meine Schuld ist, dass wir nicht da sein dürfen. Ja, aber das ist halt schwierige Position als Chefin Mann, Alter. Ja. Genau. Hattest du noch was gesehen, was du dir gerne angucken willst? Ja, würde ich gerne. Ja, und zwar hat gerade schon jemand Bescheid gesagt, hier Ruffy in the Riverside ist ein Spiel, das komplett handgezeichnet ist, so wie ich es verstanden habe. Hallo, du bist Patrick, ne? Ja, genau. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ey, ich freue mich total, dass ihr kommt, weil ihr seid die Rocket Beans, ganz einfach. Ja, das Spiel ist komplett handgezeichnet. Seit 7 Jahren zeichnen wir. Allein der Charakter hat 600 Zeichnungen. Du kannst ihn jetzt aufleveln. Das bedeutet, er hat 1800 Zeichnungen. Das ist nur er. Die ganze Welt ist handgezeichnet. Und das Geile ist, du kannst alles umkopieren. Also du kopierst dir Holz, wirfst es auf eine Steinsäule, dann schwimmt die auf. Oder du kopierst dir einen kleinen Eiswürfel, wirfst ihn auf den Ozean und dann friert der Ozean ein. Das heißt, du hast immer verschiedene Möglichkeiten mit dem Swap, so nennen wir das, den Texturtausch umzugehen und halt diese wunderschöne handgezeichnete Welt zu konfigurieren, umzubauen. Kannst aber auch Leuten Streiche spielen, kannst Gegner damit erledigen. Du kannst ein Bild vom Mond auf die Sonne legen, dann wird es Nacht und kannst sogar deine eigenen Texturen zeichnen. Es hat den eigenen Malmodus. Also es ist ein Kunstprodukt eigentlich. Muss auch sagen, ich war mal Kunstprofessor, habe dann irgendwann die Firma hier gegründet und ich will eigentlich nur, dass das Spiel gut rauskommt. Februar ist soweit. Echt? Was waren 7 Jahre, hast du gerade gesagt? 7 Jahre, ja. Wir haben natürlich ganz klein angefangen. Mittlerweile zeichnen auch andere Leute, nicht mehr ich. Die Leiter ist noch von mir hier, aber vieles andere nicht mehr. Ja, stark. Ja, ich mag... Totales Herzensprojekt und ich hoffe, man sieht es dann. Ich hoffe, es kommt gut an im Februar. Kurze Frage, was war denn für dich im Prozess eigentlich zuerst da? Also das Design oder die Kernidee, dass du die Texturen eigentlich auswechseln kannst? Ne? War also, die Gameplay-Mechanik vorher da? Copy and Paste fand ich halt einfach ein saugeiles Konzept. So, dass die ganze Welt ist dein Inventar. Du brauchst kein Menü und nichts. Und vor allem, du kannst immer in die Welt schauen. Man sagt ja immer so, Spiele ohne Inventar sind irgendwie schöner oder so. Aber dann braucht man sie doch. Und dann dachte ich mir, ja, wenn die Welt das Inventar ist, mit dem Copy and Paste, dann bist du eigentlich set, weil es ist halt deine Canvas und dein Inventory. Und dann kam der Bär und dann gab es auch kein Zurück mehr halt, ja. Ging es los so, oder was? Ja, ja, okay. Der Ruffy Bär, wir waren vor 5 Jahren hier und da hatten wir nur Ruffy, wie er es so macht. Ja, der ist auch echt sweet, also wirklich jetzt, der ist fantastisch, also. Ich mag auch diesen Style, man sieht dem so gefühlt dieses Filzstiftartige total an. Ja, das waren wirklich hohe Papierkosten, hohe Filzerkosten, alles eingescannt und es war schon echt tough am Anfang. Ja. Ja, krass. Mein Sohn heißt übrigens auch Raffi und mein zweiter Sohn war dann neidisch und deswegen gibt es jetzt noch einen kleinen Bären, der heißt Henry. Und oh, sehr gut, ey. Super gut, ey. Ja, richtig stark, dann viel Erfolg für Dankeschön. Februar. Wir gucken, dass wir noch ein bisschen was mehr abbilden können, weil es ist so viel los hier. Ja, aber vielen Dank, dass ihr da wart. Ey. Ja, absolut. Geil. Toi. Sehr, sehr gerne. Viel Erfolg. Danke. Valentina, wollen wir uns... Wir wühlen uns mal nach draußen und dann zeigen wir mal die andere Seite, ja, oder? Wir machen einmal, glaube ich, so, ich würde sagen, von außen so ein Schwenk so komplett drumherum einmal. Ja, ich dachte, wir gehen einfach einmal an der Seite vorbei. Ja. Da ist es vielleicht am einfachsten, sich durchzuwühlen. Yes. Ah. Wo ist... Da ist Budi. Ja. Hallo. So. Budi grüßt noch Menschen. Sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt, das wird schon, das ist die rote Seite. Hier ist die rote Seite, genau. Ihr könnt es hier genau sehen. Rot. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur blauen Seite.
Und dann vielleicht nochmal zur grünen Seite und dann, dann lasse ich euch, dass ihr einfach mal in Ruhe spielen könnt. Dann gehen wir irgendwo noch rein und spielen Sachen an. Ja, genau. Da ist Budi. Ja, ich bin abgelenkt, aber es ist so wunderschön. Ja. Nach einigen Jahren irgendwie ist es dann doch so, dass man dann immer wieder Devs wieder trifft. So, ja, oder? Es ist einfach schön. Ne? Auch die mal Erfolge hatten oder mal nicht Erfolge hatten, die einfach komplett steil gegangen sind und trotzdem wieder hier. Also ne, das ist so. Ja. Ist und guck mal hier, kennst du Yes, Your Grace? Jetzt ja, kenne ich. Und das ist der zweite Teil. Und zum Beispiel war ich so, also ich habe den so gerne gespielt. Der Arzt ist wieder so fantastisch. Das ist so toll. Und ich war richtig aufgeregt. Lass uns rübergehen. Ja, also komm, wir gehen da mal hin. Ja. Die haben auch so eine schöne Booth so selber gestaltet. Ja, lasst uns das gerne angucken. Mir ist auch schon aufgefallen, dass ich hier auch dieses Jahr irgendwie mehr zweite Teile finde. Von Ender Lilies, das habe ich gerne gespielt. Da will ich nachher noch hin. Und auch von Lonely Mountain Downhill habt ihr jetzt auch dieses Ski-Game. Ja, Mann, das habe ich auch gesehen. Ey. Und dann noch richtig Tales of Iron 2. Everspace, DLC, also es sind schon viele zweite Teile von halt wirklich erfolgreichen Teams und das ist halt auch schön irgendwie zu sehen, ne, dass Sachen nicht nur so eine One-Hit-Wonder oder so sind. Und dazu vielleicht auch nochmal irgendwie die Qualität der Games, ey, würde ich sagen, also ich, das ist eh immer steigend gewesen, aber ich weiß nicht, was, also es crazy ist so gut. Also, oder? Also wirklich, nee, jetzt mal ernsthaft, ich meine, du siehst ja alles so, du bist ja auch in den Auswahlprozessen mit drin. Es ist da so ist gut. Irgendwie schon so ein komischer Leap, oder nicht, der irgendwie noch krasser ist. Ja, also ich habe auch das Gefühl, also irgendwie alle Games halt einfach super stark und ich glaube, es ist halt auch wirklich für jede Person irgendwas dabei, was man gerne spielt so, oder? Und das ist einfach gut. Ja, nice. Ich habe den Vorgänger... Mal durchzugucken, weil der Arzt ist so schön. Wirklich der Hammer. Ja, den Vorgänger habe ich nicht gespielt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Nee, kann ich nicht. Dann Valentin. Genauso wie bei ganz vielen Titeln habe ich mir den Stil angeguckt und mir vorgenommen, den einfach mal zu spielen. Und ich habe dann auch recherchiert über diesen Titel, habe aber das tatsächlich jetzt gerade einfach nicht parat, so ehrlich muss ich sein. Ja, easy, ich nehme mich auch nicht. Und ich bin halt hier vorbeigerannt und habe das gesehen und habe mich gefreut. So, ne? Also einfach nur gefreut. Vielleicht hast du noch ein paar Informationen, spontan parat also, dazu. Also der erste Teil, ich habe den zweiten Teil auch nur so angespielt, das war, als sie eingereicht haben, war das so eine super early Demo halt auch. Ja. Ne? Das ist jetzt schon mal noch mal ein bisschen mehr ausgereift. Und genau, beim ersten Teil ist es halt so, du führst ein Königreich und es gibt so eine große, also es ist so eine narrative Story drumherum, du wirst irgendwie angegriffen, du kannst Allianzen schmieden und dann gehst du halt irgendwann immer wieder in den Thronsaal und musst halt Entscheidungen treffen. Das heißt, und es ist dann so ein bisschen, ne, keine Ahnung, dann kommt so ein Bauer an und sagt, ey, meine Ernte war blöd und ich brauche mehr Geld und so. Und du hast aber auch nur so und so viele Ressourcen und das ist halt so ein, also je nachdem, was du entscheidest, so verändert sich halt die Geschichte. Und das ist einfach, es war richtig gut und man kann es auch, also man sollte das spielen. Und der zweite Teil, also ich war richtig aufgeregt. Geil. Bin selten aufgeregt in meinem Leben und ich habe mich richtig toll gefreut. Voll schön. So ging es mir gestern, als ich gesehen habe, dass Lonely Mountain den zweiten Teil hat, weil ich mochte den ersten sehr und ich mochte dieses Reingrinden und da so schnell wie möglich runterkommen und ich habe das einfach nicht mitgekriegt, dass der zweite Teil raus war und habe es bei euch am Stand erst gesehen. Wenn ihr Lust habt, können wir uns ja die Richtung bewegen. Ja, das dachte ich nämlich auch. Genau. Nee, genau, so ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Genau, die haben aber ja auch wollen vor wir die einer Kamera Woche vorlassen und wir drehen einmal. Sorry, Leute. Genau, vielleicht kannst du weil... Dann stellen sich die Menschen. Ich habe sie alle rausgefordert und keiner hat so schnell reagieren können, wie ich diese Idee hatte. Ups. Naja, nun. Aber jetzt hat es ja geklappt, so aber halb. Wir haben glücklicherweise Menschen, die sich darum kümmern, dass Henry in dem Fall, der hinter der Kamera ist, hier auch rückwärts sehr gut durchkommt und ihr uns beim Labern sehen könnt. Die müssen Leute nicht wissen, dass wir jetzt anfangen zu rennen. Das heißt, alle müssen. Schnell! Wenn ich jetzt so und Henry einfach nur so. Ich finde es schön, wie du den Stinkefinger mit dem Gesicht ausdrücken kannst. Sehr, sehr gut, ey. Das muss man erstmal können, ne? Genau, wir müssen jetzt in diese Richtung. Nee, da gerade. Aber hier seht ihr die blaue Seite. Und schon wieder die haben Leute geärgert. Ja. Genau, aber wir gehen noch so ein bisschen geradeaus. Wir gehen da einmal um die Ecke quasi. Ja. Aber ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor, so rückwärts zu gehen. Ja, und das ist auch wirklich, das also hat auch ein paar Kilo, was Henry da schultert. Das ist krass. Das Gute ist, was viele Leute nicht wissen, Henry, unser Kameramann, war auch tatsächlich, also er ist Teilzeit bei Rocket Beans, er ist auch Schlangenmensch. Genau. Guck mal, da haben die nicht richtig aufgepasst, er wäre fast gegen so einen Roller. Er wäre gerade fast in so ein komplettes Banner reingerannt, rückwärts. Oh, Konstanz möchte ich auch gerne sehen. Ja, und guck mal, ich möchte euch auch eigentlich noch, also es ist hier alles schön, das ist ja wohl klar. Und ich war gestern schon da, ich habe gehört, die BTF ist mit 3 Spielen da dieses Jahr und haben mit den schönsten Stand, wie ich finde. So. Henry da vorne, der mit den goldenen Rahmen.
Das ist die Bildtonfabrik, die mit drei Spielen da ist, mit The Berlin Apartment, mit Constant und mit Clockworld. Und wir haben uns gestern hier schon so ein bisschen drüber unterhalten. Es ist gefühlt auch einer der Stände, der gestern schon mit am vollsten war, wo ich auch nicht mehr durchkam, was anzuzocken. Das will ich diese Woche aber auf jeden Fall noch machen. Bei Constance habe ich letztes Jahr schon gespielt. Und nachdem die Demo hier war und sie schon die Idee hatten, so einen kleinen Speedrun-Challenge draus zu machen, ist danach tatsächlich das in der Speedrun-Community so ein bisschen angekommen. Und die haben auch über die Gamescom hinaus angefangen von dieser ersten Demo Speedruns. Oh Mann, ey, immer die Speedrunner, ganz ehrlich. Ist ja geil. Aber entspannt euch mal, Mann. Ich find's lustig. Weil ne, hier haben sie es natürlich auch aufgerufen. Es gibt so drei Zeitkategorien, wenn man hier vor Ort spielt. Und wenn man es tatsächlich unter 7 Minuten schafft, gibt es nochmal so ein Goodie. Und ich hatte auch schon überlegt. Haben. Aber dann kamen die ganzen Speedrunner und deswegen habe ich keine Chance mehr. Aber kannst du sowas? Also könnt ihr sowas? Ich mache es schon gerne, aber ich bin ich spiele schon gerne so präzise Plattformer und auch so ein bisschen auf Zeit mal. Deswegen auch eben Lonely Mountain Downhill und solche Sachen. Das reizt mich schon, aber ich habe mich noch nie auf einen Speedrun wirklich committed. So, mich stresst das immer. Also ich spiele jeden Sonntag mit meiner großen Schwester Donkey Kong. Ja. Das ist schön. Und wir sind aber auch wirklich nicht so super gut. Und manchmal ist dann so Level, weißt du, die so schwer sind, wo du dann immer nur reagieren musst, nee, das ist nichts für mich. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass es halt so viele Genres gibt und so viele Angebote irgendwie gibt, dass man tatsächlich dann auch für jeden Playstyle dann auch nochmal was hat. Und das ist, ne, siehe Constance, du kannst es auch anders spielen, du musst es nicht speedrunnen. Dafür ist es ja ursprünglich auch gar nicht gut. Also BTF mit mehreren Titeln hier am Start, die findet man natürlich hier auf die Arena Booth. Ein weiterer Titel, den man auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er den Speedrun kann, weil der ein sehr, sehr nettes Konzept hat irgendwie mit Backpacking, ein neues Genre sozusagen, was jetzt sehr gut ankommt, ist der Titel, den wir hier vorne sehen. Den habe ich noch nicht gespielt, den möchte ich aber dringend spielen. Ja. Oh Gott, ja. Cairn ist ein Klettersimulator, kombiniert aber mit Backpack-Spielmechanik. Das heißt, man hat wirklich physisch dann sozusagen ein Backpack und muss sich immer wieder entscheiden, weil das Auswirkungen auf das Klettern hat, auf die Klettermechanik. Der Stil, Artstyle ist wunderschön und es scheint so ein ernsteres Only Up zu sein. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. Ne? Ja, wir können ja hier auch einmal so drauf gucken. Ich finde, da sieht man halt auch diesen Artstyle so gut. Ich gebe dir in deine zweite Hand das Mikro und versuche mal ein bisschen loszulegen. Ja, okay, alles klar, geil. Einfach ran. Ja, wow. So, wir sehen jetzt Speedrun Sarah. Ja. Nein, einfach nur so nein. Schnell, ne? Genau. Ich fand das Spielkonzept einfach wirklich schön. Ne? Also es gab auch schon vor Only Up gab es diverse Spiele, die Vertikalität zum Thema genommen haben, also einfach hoch oder runter. Und gerade so Klettermechaniken, da kam mehr in die Games raus. Total. Ja. Und hier ist auch Audrey, die ist eine der Entwicklerinnen. Oh, toll. Genau, vielleicht könnt ihr einmal Hallo Audrey, sagen. Kann ich Hallo sagen? Ja. Hi, Audrey, I'm Daniel. Nice to meet you. Where are you from then? I am French. French, all right. Germany though. Would you like to tell us something about Cairn? Yeah, Cairn is a game about, it's a survival climber. Yeah. So basically you are playing as a pro climber, Ava, and you're going to try to climb a summit that has never been reached before. All right, so tell me about this crossover. So it's survival backpacking, survival climbing, how do you call it? Yeah, but it's mostly the climbing, you know, the freedom of going, looking at the mountain, deciding where you're going to go, because you can climb anywhere. Yeah. And then the challenge of going through all the worlds one after another, like boss fights, until you reach the top of the mountain. And then the survival part is, how do you survive for several days in a high altitude summit, right? The food, the water, the wounds, being safe on the wall, finding shelter. Of course, up there it's going to be really cold. So yeah, that's the mix. Super interesting. So I don't know why, so this is just an idea of mine. What's up in France with climbing? So because we got Jusant, incredible nice game which is out, and this was about climbing as well, right? So, but not with a survival aspect, but is climbing big in France then? I guess we're lucky to share with you and the Swiss and the Italians the one of the nicest mountain range in Europe, the Alps. Yes. So we have a lot of the climbers that come from Europe, from this part of Europe, right? But for us the motivation is really, we like to think about the people who risk their lives. It's a sport, right? It some is. Some people go there and they might die. Some people do free solo and they do it again. And why do you do that? Why do you put yourself in such extreme situations where you don't know if you might die? And there is this thing that you find in the, you saw it in the Olympics, you saw it in every high level sports. The freedom, the happiness, the satisfaction when you overcome something super difficult, right? Gives you the chill when you see that on the face of the athletes, right? That's why they do it. And that's what people, we want the players to feel that same thing.
It's going to be hard. They might fall. They may die. But it's going to be so, so fulfilling when they achieve I think it's really incredible just to see your game. I haven't had a hand on it so far, but to see it and to recognize that you really kind of taken care of, you know, this is not an arcade game. This is not just for fun. It's a really, you need to be really sensitive in the controls, right? So how was that process? Was it really hard to kind of balance it in terms of it must be survival, it must be kind of serious as well? It couldn't be too easy to climb up, right? But we are lucky that it's actually really hard to climb, for real. You have your whole body and you're like, I'm so heavy, why am I so heavy? So we just put in place a very very intuitive way of climbing where you just put your hands and your limbs one after another. You could see it when she was playing. Yeah. And then it feels very natural. And then all you have to do is think about your moves and your stamina, make sure you are in a good position, and don't dare something too crazy, or maybe you can achieve it, you don't know, you never know, but plant a piton before in the world, because you have your rope, it's a bit safer. Yeah. Fantastic, so looking forward to play that game. This is Karen, one of the developers. Thank you very much for your time. So you'll be around till Sunday, right? So people can just come over and just play the game. Come over and try the game, it's exclusive to Gamescom. Oh, yeah? Yeah. Oh, merci beaucoup. Okay, thank you very much, thank you. Oh, nice, ey. Ja, war das schön, oder was? Ja, klar, ey. Ja. Aber auch ne, sie hat nochmal einen Appell gerade nochmal ausgesprochen fürs Klettern, also für den Sport, aber auch für das Extreme, ne? Also auch wirklich. Und ich finde, das spiegelt sich dann doch in dem Spiel wieder. Das haben wir ganz kurz besprochen. Es ist eben kein Only Up, sondern du musst alles sehr sensibel irgendwie angehen. Absolut. So. Und ich glaube, ich habe es noch nicht gespielt, aber man sieht, dass man schon sehr diffizil, glaube ich, ran muss, oder? Und vor allem Hand. Alle Mikrofone, die ich möchte. Hallo, Entschuldigung. ja, genau, Gliedmaße für Gliedmaße. Weil ich mich da gerade so, eins deiner Spieler, so immer mal wieder erwähnst, Octodad, hat Valentina gerade gesagt. Daran erinnert so in erster Linie, weil du halt alle Gliedmaßen für sich erstmal einmal steuern musst. Ja. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es waren ja wirklich gerade nur zwei Tutorial-Wände, die ich da hochgeklettert bin. Aber ja, wir gehen jetzt einmal hier raus, weil wir stehen mitten im Gang und blockieren den einfach mal einen kompletten Weg. Und machen langsam, weil die Leute... Ja, wir haben ist doch alle okay, Zeit, oder? Haben wir. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir gehen in die Richtung. Oh, hier ist ein anderes Team. Die haben eine viel bessere Kamera. Oha! Die haben eine viel coolere Kamera. Hey, wieso hast du nicht so eine Kamera? Ist ja viel geiler, Alter. Die haben die Vario 5 am Rücken, Henry. Siehst du oh, das? Mann. Ja. Henry schüttelt den Kopf. Wollen wir sie tackeln und du kriegst sie dann? Ja? Ich würde sagen... Dass wir jetzt schon, wir sind ja ungefähr bei der Hälfte, was allein nur das Drumrumlaufen angeht. Und wir sind auch ein bisschen bei der Hälfte der Zeit. Und dementsprechend würde ich einmal dir, Valentina, danken, dass du uns rumgeführt hast. Budi und ich gucken uns den Rest gleich nochmal so lange an. Und wir gucken einfach zu zweit, wo wir reinkommen. Das können wir gerne mal. Das Lustige ist, wenn wir uns richtig geil anstellen, dann muss Valentina kommen. Das ist ja das Lustige daran. Also wir können jetzt einfach vollkommen einfach nur Punk machen. Wenn du eine Nachricht bekommst, dass wir irgendwo, dass irgendwo Ärger gibt, dann musst du herkommen und klären, weil dann sind wir das. Ja. Aber dann wünsche ich dir vielen Dank, dass du hier mit uns unterwegs warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit auf der Gamescom. Wir sehen uns sicherlich noch. Und euch würden wir jetzt einmal kurz in einen kleinen Spot schicken. Und dann gucken Budi und ich uns noch den Rest des Standes an. Alles. Das ist ein Deal, ne? Alles. Die engen Gänge besonders, glaube ich, okay. Oder? Bis gleich. Hey, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ihr wollt auch ganz gemütlich auf der Couch oder unterwegs wie am PC zocken. Euer krasser Gaming-PC passt nicht in euren Koffer und ihr sucht etwas Kleines, was ihr mit zur Gamescom nehmen könnt? Dann ist die neue Asus ROG Li-X vielleicht genau das Richtige für euch. Dieses supermoderne Gaming-Handheld der Superlative hat alles, was das Gamerherz unterwegs benötigt. Das Level-Up der ROG Li zur ROG Li-X kommt mit 80 Wattstunden, also doppelt so viel Akku, mit 1 TB SSD, also doppelt so viel Speicher und mit 24 GB RAM, also noch mehr Performance daher. Gepaart mit dem AMD Ryzen Z1 Extreme laufen eure Lieblingsspiele, egal ob Indie-Titel oder AAA,
weich wie Butter und dank Full HD 120 Hz Display ist dabei auch alles gestochen scharf. Durch Windows 11 habt ihr die Spielebibliotheken eurer Lieblingspublisher immer dabei und könnt unterwegs dort weitermachen, wo ihr zu Hause aufgehört habt. Einfacher war Gaming nie. Wenn ihr eines dieser fantastischen Geräte haben wollt, habt ihr während der Gamescom die Chance dazu. Wir sind am Gamescom Sonntag in den Messehallen unterwegs und fordern euch zu Gaming Challenges heraus. Solltet ihr am Ende den Highscore haben, könnt ihr eins der Asus ROG Allies mit nach Hause nehmen. Also sucht uns auf der Gamescom und sichert euch euer Gaming Handheld. Leute, Valentina ist raus, jetzt haben wir sturmfrei. Das heißt, genau, die Herrin dieser Arena, dieser Halle, aus meiner Sicht auch so ein bisschen der Gamescom tatsächlich kein Scheiß, ist jetzt weg. Das heißt, wir haben sturmfrei. Was machen wir als erstes? Skifahren. Skifahren, geil. Let's do it. Ich habe das gestern schon erzählt. Ja. Ich würde dich super gerne, wenn es möglich ist. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir wen finden, weil ihr wart so schnell wieder da, dass wir gar nicht mit ihm darüber reden konnten. Ja. Aber ich würde dich gerne einmal Lonely Mountain Snowriders spielen lassen, wenn du Bock hast. Ja, gerne, aber lass uns einfach gleich gucken. Ich habe Lonely Mountains auch sehr gerne gespielt. Ja. Und als ich die Ankündigung mitbekommen habe, dass das Ganze jetzt als Snowriders noch rauskommt, mega geil. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich hätte nämlich gerne deine Meinung dazu, weil für mich war es instant wieder dieses Gefühl, dieses erste Spiel zu spielen, aber sinnvoll weiterentwickelt, weil du als Skifahrer halt natürlich noch mal ein paar Möglichkeiten mehr hast, was die Jumps angeht, was die Tricks angeht, was es auf die Schnauze fallen angeht. Auf die Schnauze fallen angeht, sehr gut. Hi, moin. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind gerade im Livestream. Meinst du, wir dürften mal ein bisschen spielen? Ist das cool? Hallo. Moin, schönen guten Tag. Geht's dir gut? Ja, ja, sehr gut. Dann stellen wir uns einfach ran. Ja, bitte. Sehr gut. Auf jeden Fall, geht gerne ran, nimm's in die Hand. Sehr gut. Ich zock mal ein bisschen, oder? Ja, möchtest du überhaupt ein Mikrofon im Gesicht haben? Frage ich mal gerade. Okay. Alles gut. Hallo. Wie heißt du denn? Ich bin Anna, ich bin die Game Designerin. Sehr cool. Genau, wir sind das Budi, ich bin Sarah, wir sind von Rocket Beans TV und wir sind gerade, haben 90 Minuten, um uns die Indie Arena Booth anzugucken und versuchen alles zu spielen. Und ich war gestern schon hier und habe mich total gefreut, dass ihr einen zweiten Teil macht und wollte Budi einmal den zeigen. Deswegen, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns total. So ein bisschen was über das Spiel erzählen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, genau, wir haben einen Vorgänger, Lonely Mountains Downhill, das war ein Mountainbiking-Spiel. Und jetzt machen wir Snowriders, das ist ein Skispiel, bei dem es wieder darum geht, im Prinzip so schnell wie möglich von der Spitze des Berges runterzufahren. Aber heute gibt es dann auch einen Multiplayer dazu, bei dem man mit bis zu 8 Spielern entweder Rennen fahren kann oder kollaborativ zusammen als Team fährt und Tricks macht, um Punkte zu kriegen. Cool. Aber es gibt auch die Modi vom ersten Teil wieder, dass du quasi einen Singleplayer hast, wo du entweder auf Zeit oder auf so wenig Tode wie möglich darunter musst. Ja, genau. Das gibt es auf jeden Fall auch alles wieder. Und wir haben noch einen Zen-Mode draufgepackt, bei dem wirklich im Prinzip gar kein Zeitdruck ist. Du kannst komplett frei erkunden. Du kannst dir deine eigenen Respawn-Points setzen und kannst einfach dir den Berg anschauen im Prinzip. Und wir haben 2 verschiedene Level fertig. Das Crashen gehört auf jeden Fall zum Konzept. Ja, aber Budi hat, bevor er gerade die Grundsteuerung gelernt, schon 360s angefangen. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. Gefährlich im Fahren. Oh ja. Entschuldigung, das war mega lame. Du machst das schon, du kriegst das hin. Genau, ihr kommt im Winter, im Winter, es ist ein Skispiel. Kommt ihr raus, für welche Plattform denn? Bisher ist Steam bestätigt. Wir kommen gerne auf jede Konsole, die uns lässt, so ein bisschen. Es ist noch nicht so ganz klar, wo wir hingehen. Genau. Okay, cool. Richtig cool. Ich freue mich sehr. Wie war dein Skifahrerlebnis? Ähnlich wie Lonely Mountains, tatsächlich Downhill. Fantastisch. Also dieser Aspekt, dass du so ein bisschen Tricks machen kannst, die mag ich sehr. Multiplayer freue ich mich drauf, da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ansonsten ist es genau das, was mich zum Beispiel dann total kriegt. So, ne? Das heißt, du hast ein bisschen Freeroam, du kannst einfach, ne, es geht um Geschicklichkeit. Ja, ich mag nach wie vor den Artstyle sehr, sehr gut. Ihr habt den Schnee verdammt nice hingekriegt. Der glitzert, Alter. Was los, ey? Hast du da lang dran gearbeitet? Ich habe gar nicht dran gearbeitet. Ah, okay. Mein Kollege Marian hat daran gearbeitet und das war sehr viel Arbeit. Das ist klar, ey, ohne Scheiß. Also ihr werdet es jetzt so über die Kamera nicht sehen, aber Schnee irgendwie gut hinzukriegen. Also ganz liebe Grüße an den Kollegen, Mann. Mach ich, sage ich ihm richtig mal aus. Er freut sich bestimmt. Sehr gut.
Wir düsen mal ein bisschen weiter. Ja, viel Spaß noch. Wow. Ah, nice, hast du einen Luftballon geplatzt. Meinst du, Valentina kommt gleich? War das die erste Warnung oder was? Ey? Wir haben schon gesagt, wir sind die erste Hälfte mit der Valentina, mit der Direktorin hier rumgelaufen und haben versprochen, keinen Rabatz zu machen. Und, das hat sie versprochen, nicht ich. Ja, wir können das eigentlich nicht versprechen und direkt platzen hier die ersten Luftballons. Ganz viel Spaß und auch die Spiele, die hier kommen, sind alle super toll. Vielen Dank. Ne? Danke. Schönen Dank. Ciao. Ach, super, ey. Oh, das sieht auch alles schön aus. Ey, Sarah, was machen wir denn? Ich meine, das ist ja, das eint uns beiden ja auch total, ja. Ne? Also wirklich, also nicht, ne? Also das gesamte Thema Indie-Gaming. Und jetzt ist es so, es sind wirklich noch verdammt viele geile Spiele hier. Müssen wir uns eine Strategie überlegen oder einfach nur weiter rein? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Valentina hat gerade noch so ein, zwei Sachen gesagt, dass ihr kurz in der Werbung wart. Aber Follow the Meaning sehe ich da vorne. Das hatte ich mir tatsächlich auch schon rausgepickt zum Angucken. Ja, wollen wir da direkt mal hingehen, weil das klang super interessant. Die Frage da steht ist nur, gerade nur sehr viele Leute drum. Ich würde folgenden Vorschlag machen, wenn das für euch okay ist. Wir gehen einmal hier rechts außen rum, wenn das in Ordnung ist. Aber langsam. Henry, lass dir Zeit. Wir laufen super langsam für dich. Ja. Weil wir wollen hier niemanden nerven und wir wollen auch nicht für Verletzungen sorgen. Auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall noch mal parallel so ein bisschen den Chat grüßen. Also ich habe immer wieder auch ein Auge drauf gehabt. Ich habe auch versucht, irgendwie natürlich Fragen herauszufiltern. Ihr seid da selber eifrig am Diskutieren. Das ist schön. Wenn ihr Fragen habt, gerne mal raushauen. Ich springe jetzt mal runter. Es wird viel geschrieben. Das freut mich sehr. Ja, das ist super cool. Ganz liebe Grüße von der Gamescom. Ihr könnt uns ja gerne auch noch mal schreiben, ob ihr selber vielleicht sogar noch am Wochenende vorhabt, vorbeizukommen und worauf ihr euch freut und was wir sonst noch jetzt gleich innerhalb dieser nächsten Zeit sozusagen, in der wir hier zusammen in der Indie Arena Booth unterwegs sind, ob ihr auch Wünsche tatsächlich habt. Ich versuche ein bisschen ein besseres Auge drauf zu haben. Ja, ich finde es voll gut, dass du den Chat mitgebracht hast. Hallo Jellyfish Mustache. Schön, dass ihr alle da seid. Morten Manner, Lukas Patzig fragt Morten Manner, Fragezeichen. Wir haben es vorhin erwähnt und ich würde das jetzt auch tatsächlich gerne nutzen. Ja. Mal gucken, ob wir Markus treffen oder Hauke treffen. Ja. Und das ist spannend. Also ich finde es wirklich spannend und ich wünsche so wie allen Indie-Devs hier alles Gute, dass sie das Handwerk, was ja immer noch recht frisch ist, irgendwie, weißt du, dass sie Spaß damit haben, dass es sich auch beruflich irgendwie lohnt. Ja. Morten Manner Nordic Whispers ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Projekt, was aber auch echt spaßig ist und wo da viel Arbeit reingesteckt wird. Ich habe es noch gar nicht sehen dürfen. Also ich hatte noch keine Zeit, mir es anzugucken. Ja. Ich war ja die letzten paar Tage hier. Ja. Die Schlange war relativ, das klingt jetzt doof, aber die war relativ lang und es ist ja wie gesagt, es ist natürlich die Morten Manner Idee und es ist dementsprechend, ihr sprecht da auch mit, aber wir haben ja sonst so nichts mit dem Spiel zu tun, soweit ich zumindest weiß, ich zumindest nicht. Und deswegen kann ich persönlich auch sagen, dass die Schlange jedes Mal relativ lang war, als ich sie gesehen habe. Ja. Und es ist auch jetzt wieder so, wenn nämlich Henry einmal kurz stehen bleibt und schwenkt da drüben dieser grüne Stand. Huch. Da seht ihr, Budi. Genau. Da sehen wir diese eine Arcade, auf der man gerade Morten Manner das Game schon zocken kann. Genau. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Du hast auch mitgearbeitet. Also du hast eingesprochen, ne? Du sprichst deinen eigenen Im Moment ist das, sagen wir so, ich fange erst jetzt an, so ein bisschen tiefere Gespräche sozusagen auch zu führen. Ich selber habe keinerlei inhaltlichen Einfluss darauf. Ja, jetzt für diese Version, die hier auf der IAB ausgestellt wurde, haben wir alle nochmal ein bisschen was eingesprochen. Aber ansonsten ist das wirklich ein wunderbares Development-Projekt natürlich um Hauke herum, sag ich mal, um Markus Bäumer herum, der mit tollen Kollegen an diesem Spiel arbeitet. Die große Prämisse ist natürlich, also Morten Manner als Spiel rauszubringen, birgt so ein bisschen die Erwartungshaltung. Es weckt die Erwartungshaltung. Wichtig, glaube ich, ist der Zusatz, dass es Morten Manner Stories heißt. Mhm. So, ne, das bedeutet, ja, es ist ein narratives Game. Es ist, geht mehr in so eine Mystery-Detective-Szene. Es ist kein klassisches Point-and-Click-Adventure. Den Stil, den man hier schon sehen kann, den man auch im Trailer schon erkennen kann, der ist wunderbar, finde ich. Also erinnert mich so ein bisschen tatsächlich auch dann an ältere Spiele sozusagen, was nichts Schlechtes ist, was ganz gut zu dem Setting und zu dem Stil passt. Ja auch, genau, es passt ja auch eins zu eins zu dir, zu der Welt, die Morten Manner geschafft hat, eben auch zu diesem Vergangenheitsding und der Villa. Und Mastermind Hauke ist natürlich derjenige, der die Welt erschaffen hat und der sozusagen auch federführend ist in dem Storytelling sozusagen, was da alles passiert. Und hier kann man es jetzt zum ersten Mal spielen. Auch da, wie bei vielen Projekten, das darf man immer nicht vergessen, das sind keine fertigen Spiele. Das sind Spiele, die kann man jetzt hier
spielen und testen. Und ganz viele Indie-Entwickler, das ist natürlich so, das ist in jeder Kulturbranche gerade der Fall und immer der Fall. Man sucht auch irgendwie nach Förderern, die das Ganze dann auch wirklich so sehr auch finanziell unterstützen, dass man das dann auch polishen kann. Also dass man dann diesen einen Schritt auch überhaupt machen kann. Ja. So, ne? Mal gucken, also wir würden uns über Feedback freuen zu Morton Manor Stories, Nordic Whispers und auf die Möglichkeiten, das so geil zu machen, wie es dann in dem Rahmen halt geht. Ja, absolut. Und das wird auch so schon gemacht und ne, deswegen, also ja. Ja, ich bin gespannt. Kannst du inhaltlich noch was dazu sagen? Ich weiß, dass ihr vier als Charaktere quasi drin vorkommt, ich glaub, ich aber würde, die werden ich würde, nicht gespielt. Ich würde, also ja, aber ich würde es tatsächlich vermeiden, weil ich habe da jetzt zum Beispiel nicht weiter tiefer gesprochen, bevor ich irgendwas erzähle. Ja, falls wir was Falsches erzählen. Nö, ich möchte einfach keine Erwartungshaltung schüren, die dann einfach Quatsch sind, so deswegen. Ich sagen kann, ist, dass da schon sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut und sehr viel Kreativität eingeflossen ist, dass es wahnsinnig tolle Ideen gibt, die man auf dem ersten Blick und wenn man so ein bisschen den Stil sieht, die man vielleicht nicht erwarten würde. Und dass Hauke nicht zuletzt auch dafür bekannt ist, eben auch im Story-Narrativ irgendwie dann doch den einen oder anderen Twist mit einzubauen. Ich glaube, das ist etwas, was man in Nordic Whispers schon auf jeden Fall ganz gut erleben kann. So. Oh, ich bin gespannt. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Kann man auf Humor würfeln im Spiel? Fragt Vetschoni, kann ich leider nicht beantworten. Aber falls ihr auf der Gamescom seid, kommt vorbei. Genau. Die Devs sind auch am Stand und ansonsten gibt es online bestimmt so bald wie möglich mehr Infos darüber. Genau. Evil Alex fragt auch nur PC. Das gibt es aktuell erstmal nur als PC. Das kann ich auch sagen. Es wird auf jeden Fall eine Version vorbereitet. Steht Markus, wollen wir vielleicht einmal fragen? Wo? Direkt da. Alter, ja warte, ich frage ihn erst, ob er Bock drauf hat. Ey Markus! Ich frage mal kurz. Sagst du vor der Kamera? Ja. Hey, hast du. Ja. Okay, geil. Hallo! Das ist Markus, Alter, ey. Markus, ich habe gerade voll viel Quatsch erzählt über deinen Spielmann. Ja, geil, geil. Ja, geil. Habe ich alles kaputt gemacht schon, oder was? Ja, aber ich weiß nicht, was du erzählt hast. Aber hast du erzählt, dass deine Stimme drin ist? Ich habe erzählt, dass es ein Third-Person-Multiplayer-Super-Brawler ist. Ja, ist komplett scheiße. Ja, darüber haben wir gerade gesprochen, ja, genau. Nee, aber magst du uns einmal abholen? Wir haben tatsächlich noch nicht so viel inhaltlich erzählt, aber wenn du einmal einordnen magst, du bist natürlich jemand, der da die ganze Zeit dran arbeitet und uns viel mehr erzählen kann als wir gerade. Das stimmt. Also es geht ums Spiel zu Warrant Manor und es ist ein 2D-Detektiv-Game und der Clou ist so ein bisschen, dass man spielt eine Ermittlerin mit fotografischem Gedächtnis, die die vier aus den Warrant Manor bekannten Abenteuern selbst schuld retten muss. Genau. Und man kommt dann auf diese Insel und da stellt man plötzlich fest, die sind einfach da, die laufen da rum. Man kann mit denen sprechen, man kann mit denen interagieren und dann stellt sich halt heraus, okay, die sind auf der Insel gefangen, weil die Insel in einem Zeitloop feststeckt und sich immer wiederholt. Und mit dem fotografischen Gedächtnis kann man dann Hinweise sammeln, die man einsetzen kann, um die Story zu verändern. Und das Gameplay ist sehr Pen-and-Paper-mäßig. Ja. Also man muss würfeln, man hat Skills, aber die Erinnerungen, die man dann sammelt während in seinem fotografischen Gedächtnis, die helfen einem, die Würfe zu verbessern. Also wenn du irgendwie die drei richtigen Hinweise hast und du musst gerade einen Charakter überzeugen, musst eigentlich unter 40 würfeln, aber jede Karte erleichtert dir den Wurf um 20, musst du, wenn du die drei richtigen Hinweise hast, dann schaffst du es auf jeden Fall. Wenn du es aber nicht schaffst, kommst du zu anderen Stellen, also auch scheitern, genau wie im Pen and Paper, ist halt eine Option und bringt dich in der Story an andere Stellen. Ja, krass. Also, großes Projekt. Ja. Ihr arbeitet auch schon entsprechend lange da dran irgendwie so, ne? Und jetzt so der Schritt, jetzt das Ganze nochmal weiter zu bearbeiten etc., das ist ja eigentlich genau das, was hier auch passiert, ne? Also ausstellen, aufmerksam machen auf die Arbeit irgendwie und gucken, wie kommt's an. Und wen trifft man, der einem sehr viel Geld zum Beispiel auch für die Förderung oder für die Weiterentwicklung geben kann? So, ne? Ja, genau. Also wir haben den Prototypen gemacht, den kann man jetzt exklusiv hier spielen. Genau. Irgendwann sicherlich auch mal auf Steam, aber im Moment haben wir es nur bei der Gamescom. Und der nächste Schritt ist die Produktion. Genau. Für die Produktion haben wir glücklicherweise schon Förderung jetzt sichergestellt, aber wir brauchen auch noch einen Publisher für den Eigenanteil. Das heißt, immer wenn man so liest, oh, das Spiel hat 200.000 Euro Förderung bekommen, dann ist das schon geil, aber Förderung ist immer nur ein Anteil und man braucht immer noch mehr Geld von anderen Geldgebern, die dann die komplette Produktion möglich machen. Genau. Und genau das machen wir gerade. Wir machen gerade noch unser anderes Game, We Stay Behind, fertig. Ja. Und währenddessen sprechen wir halt mit Publishern, jetzt mit den Prototypen oder Morton Manor. Und dann wollen wir, wenn We Stay Behind rauskommt, anfangen, an Morton Manor die Produktion anzustarten. Das habt ihr auch letztes Jahr hier ausgestellt, ne? Das habe ich nämlich kurz angespielt. Seid ihr dieses Jahr aber nur mit Morton Manor hier? Ja, genau. Wir mussten dann ein bisschen gucken, was machen wir dieses Jahr hier eigentlich. Stand kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Vor allen Dingen, wenn du mehrere Spiele ausstellen willst, dann bist du hier gleich in einem ganz anderen Preissegment. Ja. Deshalb haben wir überlegt, Morton Manor ist halt jetzt an einem geilen Stand. Also
wir suchen gerade einen Publisher, wir haben gerade die spielbare Demo. Es ist natürlich super cool für die Rocket Beans Leute, das jetzt hier sehen zu können. Und deshalb haben wir gedacht, ja, dann stellen wir das dahin. Und wir haben ja tatsächlich extra noch damit euch die Sprachaufnahmen auch gemacht. Und also eure vier Charaktere sind ja drin und wir haben andere Charaktere auch schon vertont mit befreundeten SprecherInnen. Und dann hat es einfach so einen Stand, wo wir dachten, ja, das ist geil, das hier hinzustellen. Ich habe gestern schon, obwohl ich nichts damit zu tun habe, natürlich Feedback aus der Community bekommen und wollte es, wenn du schon hier bist, auch direkt weiterleiten, dass es schon sehr gut ankam und gut gefallen hat und die Leute sich freuen über natürlich die vier Nasen, die da eingesprochen haben, aber auch über die, explizit auch über die anderen Leute, die da schon dran mitsprechen und dass das alles sehr stimmig sein soll und passt. Deswegen, das gebe ich dir direkt mit, das war die Stimme, die ich bekommen habe und das gebe ich doch direkt an dich. Du hast aber auch, ihr seid so ein bisschen dabei, die Entwicklung auch zu streamen, oder? Ich habe das mal auf Twitch gesehen, dass du auch so ein bisschen die Community damit reinholst. Machst du das regelmäßig und wo kann man das finden? Genau, das kann man auf meinem Twitch-Kanal finden. Das ist twitch.tv/markusbmr. Markus mit C, BMR. Das streame ich immer, wenn ich kann, die Entwicklung der Games auch. Letzte Woche war es tatsächlich wie Mortal Man, aber es fertig machen musste. Sehr gut. Ja. Und jetzt in nächster Zeit ist dann wieder eher das andere Spiel, We Stay Behind. Aber spätestens danach dann wieder an Mortal Man oder wenn wir Zwischenstände erreichen wollen. Ich versuche das regelmäßig zu machen, meistens dienstags, donnerstags, aber es ist relativ spontan. Also auf Twitch einfach gucken, wann es läuft, einfach folgen und dann verpasst man das nicht. Sehr gut. Cool. Vielleicht noch einmal kurz aus dem Chat. Sauerkraut schreibt, geiler Typ Markus. Markus, bester Mann. Und El Rakiti schreibt Markus und dann diverse Herzen. Also das wollte ich auch mal ganz kurz irgendwie nochmal schnell loswerden als Feedback aus dem Live-Chat. Genau. Dude, wir könnten und wir werden auch noch Stunden weiterreden. Ich glaube, was tatsächlich, natürlich ist das auch, ich fände es toll, für alle Devs irgendwie die geile Produkte rausbauen, dass die Aufmerksamkeit da ist. Natürlich sind wir in dem Fall befangen, da könnte man gar nicht sein. So, wir wünschen, dass Nordic Whispers, dass ihr die Mittel habt und dass ihr das, was ihr euch vorstellt, irgendwie irgendwo umsetzen könnt. Ja. Wenn ihr da draußen vielleicht auch wollt, dann gerne einfach auf der Wunschliste schon mal bei Steam einfach schon mal aktivieren. Dadurch kriegt ihr entsprechend auch immer wieder auch Informationen halt auch mit. Mehr erstmal nicht so. Ansonsten können wir genauso hoffen, wir als Games-Redakteure wissen, wie Spiele, ob man die gut findet oder nicht. Und erst mit all den Jahren irgendwie kommt dann die Frage hinzu, ja, aber wie ist das eigentlich, diese Dinger zu bauen? Und dann wird man vielleicht mit der schnellsten ersten Kritik auch ein bisschen vorsichtiger, weil man einfach merkt, Mann, da sitzen Menschen hinter, die fucking ihr Herzblut da reinpacken. Ja. Wir sind am Sonntag auch nochmal bei euch auf der Bühne, ne? Richtig, genau. Sonntag um 12, glaube ich. Genau, ja, genau. Da kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Insights. Aber hier auf der Indie Arena Booth kann man es dann halt tatsächlich auch spielen. Ja. Markus, halt. Habt noch viel Spaß. Vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Lustig, ey. So. Das ist lustig. Ich glaube, die Demo, die dauert so 15 Minuten bis 20 Minuten. Also man steht da schon auch relativ lang an, ne? Da stehen mehr als drei Menschen. Also können wir uns nicht ausrechnen mehr oder was? Nein, das ist auch okay. Das ist auch okay. Wir gehen jetzt noch mal weiter. Genau. Ich würde sagen, in die Richtung. Ja. Was glaubst du, welche Farbe wir noch nicht gesehen haben? Ich glaube, grün. Haben wir grün noch nicht gesehen, oder was? Aber wo, die Grünen waren doch hier, oder nicht? Da kommen auf jeden Fall die Schweizer Games. Genau, hier ist die Games. Dunkle, da ist die Schweizer Games. Ah ja, dann Blau sind wir einmal rum. Ja. Wir sind einmal rum. Chroma Gun 2, Alter. Wo? Rosh Pit. Ey, das ist wirklich, das ist so, ich bin so ein bisschen überfordert gerade, weißt du, weil ja, es ist so viel Kram, die man sehen will. Absolut. Wenn das für euch okay ist, weil es hier gerade sehr voll ist, lass uns noch mal bitte einmal außen rum gehen. Es ist nicht die Indie Arena Booth, aber ich möchte ganz, ganz großen Shoutout noch einmal machen und vielleicht hast du auch Lust, da kurz mal hinzugehen. Klar. Ja. Ich und weiß zwar noch nicht, um was es geht, aber ich folge dir. Es geht um den Maze-Stand. Maze, das ist ein wahnsinnig punkig, geiles Festival aus Berlin. Der Thorsten Storno hat das Ganze vor Ewigkeiten ins Leben gerufen. Und die haben jetzt das erste Mal auch diesen Digital Playground hier klein aufgebaut. Da rennen wir gerade hin. Der ist nämlich direkt neben der Indie Arena Booth. Und die haben sich auf eine Nische nochmal spezialisiert, die im Gaming überhaupt nicht stattfindet. Ob sie gewünscht ist oder nicht, kann man vortrefflich diskutieren. Und zwar ist das Arthouse. Ach was. Genau. Okay. Also das Amaze Festival hat unglaublich geile Projekte abseits der Norm, abseits des Mainstreams. Und ja, auch Indie-Games sind irgendwo jetzt in eine Art Mainstream reingeraten. Und ich möchte euch einmal ganz kurz einfach nur dieses wunderbare Ding zeigen hier. Das ist der Hyper-Wobbler. Und das ist eigentlich wie eine Art Pac-Man. Aber wenn ihr hier durchguckt, seht ihr, das heißt, du spielst es dreidimensional. Genau, man hat nur einen Knopf, damit kann man immer bei diesen Join-Punkten sozusagen, an diesen Eckpunkten kann man die Richtung wechseln. Ja. Und man kann es zu dritt spielen und die Person, die sozusagen es schafft, ein Feld voll zu kriegen, gewinnt. Okay. Und das ist ein super geiles Spiel. Das ist unglaublich nett.
Und hier vorne, wenn wir ganz kurz rüber gucken können, das ist einfach der absolute Shit hier. Ja. Wir haben hier vorne die Non-VR-Experience, hier hinten rechts in der Ecke. Das ist ein VR-Titel ohne VR-Brille. Hallo. Thorsten, willst du was sagen oder was? Ja? Geil. Ja, nice. Ja, geil. Hallo Thorsten. Hallo, hi. Hallo, hey, ich bin Sarah, grüß dich. Ich bin Thorsten, hallo, hey. Was geht, ey? Na? Schuppige Kuschel hier. Ja, Mann, ey. Ich hoffe, dass du direkt mal in die Hand. Ah, ja, klar. Ja, Alter. Dankeschön. Thorsten, kein Hehl draus, wir kennen uns seit fucking 20 Jahren irgendwie. Ja, und ich habe dich auch ausgelacht, weil das ist das erste Mal, dass du auf der Gamescom bist, mit Amaze. Genau. Mit deinem Ding, Alter. Ja, und ich habe gerade so ein bisschen erklärt, Arthouse, also wirklich einfach mal nochmal so ein bisschen fernab, auch nochmal ein bisschen weiter weg von, ich sag mal jetzt fast schon klassischen Indie-Games. Alter, ihr macht immer so abgefahrene Sachen hier. Magst du erzählen, wie es dir geht und wie die letzten Tage waren? Also der Aufbau war wahnsinnig anstrengend, weil ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Messegeschäft ist ziemlich hart, aber jetzt sind wir hier und in der Pink Bubble und funktioniert alles gut. Die Leute lieben die ganzen Alternative Controller Games Ja. Und auch die Arthouse Games, die wir hier präsentieren. Ich bin total glücklich, hier zu sein. Schön, Mann, ey. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier sein. Ja, unbedingt. Ich meine, meinen Schluss auf jeden Fall schon. Ja. Natürlich muss die Games kommen, die Kölner Messe muss das natürlich auch entscheiden. Ja. Aber das Publikum ist großartig und wir haben so viel guten Zuspruch und genau, solche Projekte sieht man halt auch normalerweise gar nicht auf der Gamescom. Nee, der Hyperbobbler, dieser Hyperbobbler ist da unglaublich fast. Spaß, Alter, genau, auch das Ghost Game ist der Wahnsinn. Dann Rakete. Kannst du das mal kurz erklären, weil ich habe das gerade eben schon mal beim Hinlaufen erwähnt, das Ghost Game. Das sitzt hier hinten, können wir es sehen, so, oder? Ja, natürlich. Also das Ghost Game funktioniert so, eigentlich heißt es ein Non-Virtual Reality Game. Und normalerweise hat man Virtual Reality natürlich eine Brille auf. Und hier benutzt man nur die Controller. Und die Controller haben natürlich einen Rumbler. Und dieser Rumbler, der wird dann ganz, ganz stark rütteln, wenn man einen Geist entdeckt. Irgendwo hier in dem Space sind die natürlich versteckt. Es gibt insgesamt 5 Geister und die muss man finden. Wenn man die gefunden hat, dann kommt man zusammen, also ist auch Kommunikation zwischen den SpielerInnen, und dann kann man diesen Geistern zerreißen. Und wenn man 5 Geister zerrissen hat, dann hat man einen Highscore. Und im Moment ist der Highscore bei 24 Sekunden, was sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut. Echt? 24 Sekunden. Hammer, ey. Wunderbar. Ja, ich glaube, das will ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. 24 Sekunden, schnell, Mann. Ja, ist unglaublich schnell. Ja. Naja, und dann haben wir natürlich unser Crashboard, ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Nee, das habe ich noch nicht gesehen, aber das würde ich mir gerne nochmal angucken. Ja, das solltest du mal spielen. Ja, oh, ja, echt? Ja, natürlich. Aber nur, wenn dann warten wir gleich vielleicht. Ja, aber auch das Schöne ist irgendwie, wir haben so viele Kinder hier. Ja, Mann. Ja, also, weil es eben, wir machen ja ein Festival in Berlin. Und das findet nächstes Jahr vom 14. bis zum 17. Mai statt, im Silent Green in Berlin. Zum 14. Mal internationales Games Festival. Und genau, das ist etwas, was halt neu ist, der Amaze Digital Playground. Warum Playground? Weil wir natürlich sehr viele Leute aus verschiedenen Altersrichtungen einladen wollen. Und Eltern sind willkommen, die Kinder sind willkommen. Vor allem die Eltern spielen mit ihren Kindern zusammen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, Mann, ey. So, wir haben sehr viele kollaborative Games und Kommunikation ist alles, oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Also deswegen auch da wieder der Hinweis, wenn ihr jetzt morgen, übermorgen noch auf die Messe kommen wollt, bitte abchecken, wenn ihr selber nicht mitbekommen habt. Ey, das ist, was ihr für einen Quatsch macht, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich, ich finde es so toll, dass du da bist, Mann. Ja, Mann, ey. Viel Spaß heute noch. Wir danke schön. Ne? Also das wirklich als Ciao, danke. Macht's gut. Geil, ey. So, und jetzt laufen wir wieder langsam in die Richtung Indie Arena Booth zurück, würde ich sagen. Oh, ich sehe nur gerade draußen den Wind. Siehst du das in den Bäumen da? Oh, Wind. Ey, wollen wir einen Schlenker draußen machen? Einmal kurz Wind tanken? Ja. Komm, machen wir einfach. Ja. Und dann gehen wir darüber wieder zurück zur Indie Arena Booth. Ach, schön. Oh, Luft. Das könnten wir so. Oh, Luft. Oh, Luft, geil. Ah, oh, super, Sarah. Schön, aber auf Sonne. Luft, schön. Churros, schön. Also wir sind ein bisschen überstrahlt, oder was, Henry? Ja. Geht das klar? Vielleicht ist es ein bisschen hell geworden gerade, aber ihr könnt uns hoffentlich noch erahnen. Ja. Oh, ist das schön. Ja, ne? Einmal kurz durchlüften. Ey, das gehört einfach mit zum Messealltag dazu, ne? Also auch in Halle 10.2, in der wir jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs waren, ist es natürlich dunkel erstmal. Du hast die ganze Zeit dieses latentes Gemurmel irgendwie drin. Ah, deine Augen. Ich sehe noch nicht richtig was. In diese Richtung müssen wir, Sarah, in diese Richtung. Okay, gut. Machen wir doch. Und ab und zu diese Pausen zu haben, das tut schon gut, ey. Ja. Ne? Also kurz und mal. Und man muss dazu sagen, wir sind dieses Jahr super viel näher mit unserem Rocket Beans Stand an die Indie Arena Booth gerutscht. Und man kann quasi, das sind zwei Hallen direkt nebeneinander und man kann dazwischen eigentlich auch draußen chillen. Ja. Und hat da den Zugang zu beidem.
Was ich super cool finde, weil die zwei Dinge, an denen ich am meisten hier auf der Messe unterwegs bin, sind jetzt super nah beieinander. Ja, das ist doch schön, Mann. Oh, aber das es ist auch schon wieder Gamescom Freitag, ne? Man merkt es. Es ist schon wieder Gamescom Massen, Freitag, ja. Es wird ja morgen noch krasser. Aber es ist schon wieder einiges los. Was sagt denn der Chat? Mace ist immer super. Ich lese gerade von Nevias Arts. Dann Secret Girl fragt, bin ich die Einzige, die Farm Games mag? Ich weiß gar nicht. Also Farm Games, ich mag also generell Simulationen auf jeden Fall absolut. Auch. So, ne? Also würde ich nicht ausschließen. Nö, ich bin bei Farm Games auch dabei. Hope Schwyz lese ich gerade. Das ist aber noch von vorhin. Ja, das war, als wir am Schweizer Gamesstand vorbeigelaufen sind. Ja. Wir haben nämlich an den Förderungen waren wir bis jetzt noch nicht. Ja. Vielleicht sehen wir das gleich noch mal kurz. Es ist schön. Ja, wir mogeln uns hier gerade durch. Super lieb. Dankeschön. Mogeln uns hier gerade durch. Ja. Lieber Chat, schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass ihr auch vorhin geschrieben habt. Ich schaff's das nicht mehr, da hinterher zu kommen, tatsächlich gerade. Nee, aber cool. Ja. Cool, dass du es dabei hast und cool, dass du einen Chat direkt dabei hast. Genau, Non-Binary Moin, schön dich zu lesen. Ich habe eine dicke Tasche dabei, da ist meine Kamera dabei. Und die ist immer dabei. Wind. Wind, Achtung, da sind riesige. Hallo, Mann. Okay, gut. Ja, sehr gut. Wir kommen an Paletten vom Wasser noch, vorbei. Henry, glaub, aber Henry lebt noch. Das wir haben ist noch schon so 10 Minuten, so roundabout. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ein Spiel an, oder? Ja. Mindestens eins, vielleicht zwei noch irgendwie. Okay. Und dann würde ich dann jetzt doch hier durchgehen und dann nochmal links. Genau. Und dann links, da waren wir nämlich noch am wenigsten. Henry, wir machen so einen Schlenker nach da. Genau, dahin. Nice. Sehr gut. Ich würde nämlich gerne ein Spiel noch sehen. Da kenne ich auch eine der Entwicklerinnen und Entwickler. Aha, was denn? Hieronymus heißt das Spiel. Das hat so einen ganz absurden Artstyle. Da können wir auf jeden Fall erstmal nur drauf gucken. Ja. Und das wird ein bisschen düsterer auf jeden Fall, glaube ich. Cool. So ein bisschen Horror-esker irgendwie soll es werden. Das haben wir heute noch gar nicht. Wir Deswegen, sind bis jetzt sehr wholesome unterwegs gewesen, finde ich. Also das ist vielleicht auch nochmal da, so ganz kurz. Vielleicht können wir ganz kurz rüber gucken. Death's Gambit Afterlife, also wenn man Indie-Games hört, dann, ne, da haben wir auch einige gesehen, denkt man viel an vielleicht auch so ein bisschen farmmäßig oder ne, cozy Games, vielleicht auch mal das ein oder andere Series-Game irgendwie mit dabei. Ja. Aber trotzdem, man kriegt auch schon mit, ey, aus diesem Segment, brauche ich euch alles nicht erzählen, ey, wo guckt ihr überhaupt zu? Es gibt ganz schön viel geilen Scheiß halt auch so, ne? Ja. Für alle halt. Absolut, ne? Ich habe zum Beispiel vorhin kurz angerissen, ich finde es jetzt gerade nicht. Wollen wir da links rein? Ja, okay. Aber es ist sehr voll, ey. Boah, Vorsicht, ganz langsam. Ja, okay, vielleicht schaffen wir das doch nicht. Ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee ist gerade. Vielleicht klappt es. Ja, ich glaube außenrum eher. Da müssen wir außenrum, ja. Ja. Dann machen wir einmal nochmal den Vortritt und gucken, dass Henry hinterherkommt. Genau. Was ich sagen wollte, ist auch noch ein düsteres Game, was ich eigentlich noch anspielen wollte, jetzt gerade im Vorbeilaufen nicht gefunden habe, ist der zweite Teil von Ender Lilies. Das ist nämlich auch... Das ist ein bisschen Classic, wenn man vorhin schon über Genre geredet hat. Metroidvania 2D, aber bockschwer. Ja. Und der erste Teil hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich letztens erst durchgespielt. Ja, schön. Und bin ich froh, dass hier der zweite ist. Und da geht es eben auch, ist auch so ein sehr düsteres, sehr dystopisches 2D-Metroidvania, das ich auch cool finde. Und das auch noch in die Reihe von Spielen gehört, die nicht ganz so cozy sind hier. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da gerade durchkommen. Wir können mal versuchen, mal so ein bisschen reinzulunsen. Einmal nur mal schauen. Und da ist auch Insect World da. Das ist auch hart, ey. Das habe ich mir nur von Weitem angeguckt, ehrlich gesagt. Wo steht das? Ach, da. Ja, vorne hin, ja. Da ist Hieronymus. Da ist da, wo du hin wolltest, ne? Hier auf der linken Seite, genau. Und daneben ist Blueberry, ein super süß aussehendes Story-Spiel, was ich gestern angespielt habe. Ja, erstes Thema. Blueberry ist ein Titel von der Mel Taylor gemacht und ihrem Team. Da geht es tatsächlich um Traumata, Kindheitstraumata. Also das wird ein ernster Titel. Sehr, sehr gut aufgebaut und natürlich akademisch irgendwie geprüft. Aber jetzt hier da vorne Insect World, vielleicht können wir nur einmal das Artwork uns schon mal angucken. Da kannst du halt einfach als riesengroße, widerliche Insekten halt rumrennen. Also ich habe von Weitem habe ich eine riesengroße Trantel gesehen und das ist kein Spiel für mich, aber vielleicht sind Leute dabei, die das wirklich gerne mögen. Und direkt rechts daneben, vielleicht sieht man es auch, Hieronymus. Das ist ein First Person, kein Shooter, sondern es basiert alles eben auf, es ist
auf Faustus, auf Hieronymus. Ja. Und in diesem Stile des berühmten Malers geht das sozusagen in eine Spielwelt hinein. Und du hast verschiedene Mechaniken, die ich mitbekommen habe. Du hast diesen Kompass in der Hand. Ich nenne ihn jetzt Kompass, er hat einen eigenen Namen. Ja. Womit du verschiedene Gegnertypen einsammeln kannst und sie dann sozusagen wie Pokémon gegen andere verwenden kannst. Ja. Wie ein erwachsenes Pokémon, aber in so einem ganz geilen, morbiden Grafikstil. Das finde ich spannend. Da ist was irgendwie. Ja, ich finde, es ist abstrakte und teilweise ja auch so ein bisschen eklig anmutende. Ja. Kommt ja sehr, sehr selten in Spielen vor. Ja. Und allein das Artwork ist schon sehr speziell, sage ich jetzt mal. Ja, ist es. Und gerade deshalb finde ich es spannend. Ich weiß nicht, wo du die Spiele ausgräbst, aber ich finde es total interessant, weil ich. Ja. Also in dem Fall habe ich tatsächlich mit einer der Programmiererinnen, sie hat die Artworks gemacht. Ja. Wir haben zusammen Gen-Gems gemacht, deswegen kenne ich sie. Cool. Ja, genau. Richtig cool. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Und unsere Zeit geht, glaube ich, so langsam zu Neige, oder? Fünf Minütchen haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen noch so einen Schwenk daraus, oder? Was ich gerne machen würde, also besprechen wir einfach direkt. Schaffen wir das? Ich würde gerne einen Punkt ansprechen, der ist ein bisschen losgelöst von der Indie Arena selber. Okay. Lass uns mal ruhig einen Schritt rausgehen, denn die Indie Arena hat vor echt etlichen Jahren gestartet, so als erster Verbund, wirklich genau diese jüngeren diese neueren Leute aus der Indie-Game-Szene zu fördern. Und dass das aber Auswirkungen hatte, Konsequenzen hatte, sehen wir tatsächlich hinter uns. Hinter uns sind Stände wie aus dem Saarland, dann das haben wir hier Game Up Rheinland-Pfalz, dann haben wir auf der Ecke, wenn wir mal unserem Finger folgen, die Home of Indies. Ja. Und das ist total, das ist jetzt in dem Falle nichts Neues, aber in der Größe ist es tatsächlich neu. Ja. Viele Indies, die irgendwann mal hier ausgestellt haben, haben jetzt sozusagen Stände bei anderen neueren Netzwerken, die oftmals dann zum Beispiel, wie in dem Fall, von Rheinland-Pfalz nochmal finanziert werden. Ja. Oder von anderen Organisationen wie Home of Indies. Der Kern bleibt der gleiche, aber es diversifiziert sich sozusagen innerhalb dieser Indie-Szene halt nochmal. Das heißt, hier sehen wir unglaublich geile Spiele, da aber auch. Absolut. Da aber auch. Und da hinten geht's halt weiter und das ist neu, finde ich so, ne? Ich finde auch, also das ist irgendwie jedes Jahr noch mal größer. Ich weiß es nicht in Zahlen, aber ich finde es gut, dass du es ansprichst. Wir versuchen halt in der Zeit, die wir haben, die Indie Arena Booth abzugreifen, weil es der größte Stand ist, was das angeht. Ja. Und eine absolut coole Einrichtung, aber das ist nicht das Einzige hier auf der Messe, ne? Nein, das ist nicht das Einzige und für mich ist das irgendwie auch schön zu sehen. Ich bin ja nicht mehr so oft vor der Kamera, ich bewege mich oftmals irgendwo in Kreisen, wo ich sehr, sehr gerne auf Holz klopfe und sage, Leute, lasst uns mal irgendwie irgendwas besser hinkriegen, dass diese Finanzierbarkeit irgendwie da ist. Dann sind wir bei langweiligen Themen wie Fördermitteln, aber ich finde sie nicht langweilig, ich finde sie fucking notwendig. Und dann aber zu sehen irgendwie, dass echt viel passiert ist in den letzten Jahren, jetzt gerade eine sehr schwere Phase ist irgendwie, finde ich es umso wichtiger, aber auch zu sehen, ey, die Qualität ist gestiegen, da ist was. So, ne? Ich finde es gut, dass du die Chance nutzt und das den Punkt jetzt gerade nochmal machst und bringst, Rudi. Ja, wirklich, also mir geht es ja auch, mir geht es nicht so, ich gucke wirklich sehr gerne genau bewusst in diese Ecke, also nicht in die AAA-Ecke so halt, ne? Weil ich das mag, so, aber das ist dann mein Stil. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass man sich dem vielleicht manchmal ein bisschen bewusster einfach annähert. Absolut. Man muss ja jetzt nicht alle Indie-Games irgendwie geil finden, überhaupt nicht so, ne? Aber da liegen einfach Perlen, die vielleicht nicht den nächsten größten Internet-Hype miterleben. Und die sind einfach nur eine Spalte bei Steam weiter unten. So. Ja. Und darum geht es mir so ein bisschen. So, ne? Sichtbarkeit ist echt schwer. Mal gucken. Also vielleicht verändert sich da hoffentlich in der nächsten Zeit auch nochmal ein bisschen was. Ne? Ja, ist gut, dass du es sagst, weil ich versuche immer in die 90 Minuten so viel Spiel wie möglich reinzuquetschen, aber diesen generellen Aufruf zu starten ist vielleicht auch wichtig und dafür diese 2 Minuten noch zu nutzen, die wir jetzt gerade haben. Leute, kommt an die Indie Arena Booth, kommt aber auch generell in Halle 10.1 und guckt euch alles an. 10.2, wir sind oben, 10.2. Und verbringt hier ganz viel Zeit. Ich habe aber auch das Gefühl und höre immer häufiger, wenn ich mit Leuten aus der Community rede, dass sie einfach sehr viel Zeit genau in der Halle verbringen. Und ich finde das richtig wichtig und richtig schön. Also kommt auch am Rocket Bean Stand vorbei, aber verbringt einfach die Zeit auch in der Halle 10.2. Ja, genau. Keine Ahnung, ey. Eines Tages
wir machen einfach genauso weiter. Ja. Und viele von wir uns haben unsere Spezialitäten so und die haben ihre Spezialitäten, ja, die wir sehr, 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 sehr toll finden. Ja. Genau das gleiche übrigens jetzt auch. Hier vorne rechts ein wunderbar tolles Projekt, Home of Indies. Wie gesagt, die haben nochmal andere Spiele ausgestellt. Unter anderem ist die wunderbare Christiane Gerker damit auch involviert, die auch die Vorstand von Gaming Aid hat. Also auch da sind Leute einfach mit dabei, die sehen Developerinnen und Developer, die sehen irgendwie, ey, wie schwer ist das eigentlich mit diesem modernen Handwerk irgendwo einen Beruf draus zu machen. Ja. Und ja, es gibt einfach Leute, die an den gleichen Problemen arbeiten. Wie kriegen wir das irgendwie finanziert? Wie kriegen wir das auch gut organisiert, dass man halt sichtbar bleibt so, ne? Oder sich bewirbt halt. Ne? Ja. Genau. Wir können euch heute leider nicht da auch noch mit hinnehmen. Aber vielleicht machen wir das einfach zu zweit direkt im Anschluss, würde ich sagen. Ja, weil jetzt ist, glaube ich, unsere Zeit durch. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Zeit ist tatsächlich durch. Ich höre jetzt aus der Regie selber nichts. Ich weiß nicht, ob wir noch ein, zwei Minuten überziehen könnten oder nicht. Ansonsten bleiben wir einfach bei Plan, weil wir beide sind ja auch wirklich die absoluten Profis. Ne? Muss man an der Stelle auch sagen. Also, ne, bei uns wird geschrieben bis 14:30 und wir, ja, alles klar, kein Problem, kriegen wir hin. Ich habe noch Chancen, wir beide dürfen noch ein einziges Ding vorlesen aus dem Chat, weil wir bedanken uns für die rege Teilnahme von zu Hause. Vielleicht, wenn ihr noch was schreiben wollt, Kern fand ich am besten. Das Kletterspiel fand ich am besten, stand hier. Ja. Jack zockt in letzter Zeit fast nur noch Indie-Spiele. Ja. Hier fragt jemand, ob wir nächstes Jahr nicht 2 Stunden draus machen können. Es war super schön, dass ihr dabei wart. Ja. Super schön, auch mit dir hier rumlaufen zu können. Es war das erste Mal, dass wir mal 1,5 Stunden hatten, um hier durchzulaufen. Und wir gucken uns einfach weiter um. Gucken aber auch heute noch am Rocket Bean Stand vorbei. Ich bin nachher noch in der Recap-Show. Ja, ich weiß nicht, was du heute noch so alles geplant hast, aber wir sehen uns genau später. Also Gamescom ist genau das. Es ist irgendwie wild. Überall passiert etwas und wir schwitzen alle, sind aber irgendwie glückselig. Habt weiterhin eine schöne Zeit. Ja. Genießt vielleicht eine kurze Pause. Bleibt einfach dran im Programm. Ja. Es wird toll. Die nächsten Tage sowieso. Ja. Vielen Dank, Sarah. Ja, an alle zu Hause. Genießt eure Ventilatoren. Danke, Rudi. Und wir sind raus für heute. Hallo Utz. Habe ich noch im Chat gesehen. Noch. Ja. Tschüss, Utz. Tschüss, Leute. Tschüss.